Gefühlsecht. Meine Damen und Herren, heute Abend für Sie Gefühlsecht. Viktor Gernot und Michael Niavarani. Gefühlsecht. Vielen herzlichen Dank, danke sehr. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Kabarett Simpel. Wir begrüßen Sie ganz herzlich bei Gefühlsecht und Denke, wir können gleich mit der Tür ins Haus fallen. Sagen wir es Ihnen gleich. Der Abend steht unter dem Motto Gefühlsecht. Ja, aber wie sagen wir es Ihnen, dass es nicht gleich aufgefressen sind? Das ist schwierig. Ich weiß es nicht. Es hat nichts mit Kondomen zu tun. Jetzt ist heraus. Es tut uns, ich sehe enttäuschte Gesichter. Ja, ich weiß, bitte. Entschuldige, es tut uns total leid, aber wir werden uns heute Abend nichts überziehen, meine Damen. Ich hab's nicht so gemeint, gell? Ja, darf ich für dich weitersprechen? Sprich du, ich bin ein bisschen... Wir haben uns vorgenommen, wir wollen heute so sein, wie wir sind. Wir verstellen uns nicht mehr. Gefühlsecht. Das ist der Punkt. Meine Damen und Herren, wir haben Sie jetzt jahrzehntelang von der Bühne belogen. Ja? Und damit ist Schluss. Wir wollen ganz offen und ehrlich zu Ihnen sein. Menschen stehen heute Abend vor Ihnen. Menschen? Ja. Traurige? Ja. Gebrochene Menschen? Zum Teil auch übergewichtige Menschen? Was? Nein, nein, das... Wo, was? Musst du gleich am Anfang Blödsinn reden? Hast du abgenommen? Ja, ich habe abgenommen. Ich fasse es nicht. Kennen Sie das? Man arbeitet beinahe Tag und Nacht zusammen und mir fällt nicht auf, dass mein Freund vor sich hinschrumpft. Du bist auf dem Weg zum Idealgewicht. Du schaust fantastisch aus. Das ist die erste Lüge des heutigen Abends. In diesem persischen Hochzeitsanzug, wirklich. Das ist kein persischer Hochzeitsanzug. Das ist ein rumänischer Freizeitmantel. Fladert, ja. Sehr fesch. So, erzähl über den Leuten, worum es heute Abend geht. Heute Abend, gefühlsecht ein Abend unter Freunden, wir zwei Freunde, zwei Männer im besten Mannesalter. Weißt du, was gemein ist? Was ist gemein? Wenn du abnimmst. Wieso ist es gemein? Weil ich seit 1988 mit dir spiele und habe immer auf die Bühne gehen dürfen, hab sagen können, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir den großen persischen Behaarungskünstler. Den allseits beleibten Michael Niavarani. Ja, das war immer sicherer Lacher. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, er steht sogar im Rampenlicht und hofft, man sieht die Wampen nicht, es geht nicht mehr. Nein. Muss ich gleich am Anfang Blödsinn reden? Ich erkläre den Leuten, wie gesagt, worum es geht. Zwei Freunde, im besten Mannesalter, zwei verwöhnte Glückskinder. Ja, na, ich weiß nicht. Du bist kein verwöhntes Glückskind. Na, entschuldige, was redest du? Ich bin doch kein verwöhntes Glückskind. Die haben schon als kleiner Bub haben sie schon den Staubzug in den Hintern blasen. Wirklich. Ja, weißt du, wie unangenehm das war? Na, es ist ein ehrlicher Abend und wir wollen ganz offen und menschlich ehrlich reden. Ich bin enttäuscht, im Grunde von meinem Leben enttäuscht. Wieso? Gerhard, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Du bist ein Suderand. Ich bin kein Suderand, ich sag nur. Ja, vielleicht hat sich das Publikum den heutigen Abend ganz anders vorgestellt. Ja, die haben da wieder jeder was anderes vorgestellt. Du weißt doch, wie das ist mit denen. Da dürfen wir wirklich ganz offen und ehrlich sein. Das ist kein einfacher Beruf, was wir da haben, wirklich. Sie sitzen alle da mit einer bestimmten Erwartungshaltung an uns. Das ist... Sie stressen uns. Ja, total. Ich meine, ihr schaut ja alle in unsere Richtung. Das ist ungehörig. Da wird man nervös. Das ist, ich hab schweißnasse Hände, bitte. Seit 16 Uhr, weil ich weiß, ihr bei der Vorstellung bin so nervös. Wollt's probieren? Schweißnass die Hände, bitte, probieren Sie. Schon, oder? Ja, wirklich wahr, sagt er. Ja, ist grauslich, gell? Was? Es zieht auch so Fäden bei ihm, wenn er so... Und da der Herr, da Sie in der fünften oder sechsten Reihe, da der Herr mit dem Karierte. Ja, Sie machen uns überhaupt fertig. Darf ich gleich aufgefallen, ist mir gleich aufgefallen. Na, wir sind eh schon so nervös und Sie sitzen da in der fünften Reihe und schauen deppert. Ich sag's nur. Das ist furchtbar. Da wissen Sie, was das für ein Stress ist? Sie sehen ihn ja nicht, aber er sitzt da zufrieden, schaut da auf und so. Und denkt sich, na, was wird das werden mit den zwei Trotteln da? Wird schon was werden, Wir werden uns total bemühen, wirklich. Ein Abend unter Freunden und Sie bekommen heute von uns... Intime Geständnisse. Das ist es, intime Geständnisse. Wie Sie vielleicht jetzt der eine oder die andere denken, intime Geständnisse von uns beiden. Wieso waren die nicht beim Therapeuten? Ja. Wir waren dort. Ja. Es hilft wenig bis gar nichts. Nein, es hilft eigentlich nichts. Und kostet, kostet. Viel zu teuer. So eine Therapiestunde ist viel zu teuer, da ist uns natürlich lieber, wir erzählen es Ihnen und Sie zahlen. Sie zahlen. Sehr, danke. Danke, dass Sie bereit waren, hier abzulegen. Das ist sehr lieb von Ihnen. Wenn Sie mal bereit sind. Wir haben eine Diagnose gestellt bekommen. Wir haben schriftlich. Wir sind hochsensible Kleinkünstler in einer permanenten Lebenskrise. Ja. Das ist permanent. Das ist furchtbar. Hat es bei dir angefangen? Die erste Lebenskrise? Ja. Naja, sehr früh. Ich hatte mit 2,5 Jahren.
Na wirklich, ja? Geh, hör auf. Na, was hat man mit 2,5 Jahren für eine Lebenskrise? Ja, entschuldige, da kommen diese lebensentscheidenden Fragen auf dich zu, Gernot. Ja, welche lebensentscheidenden Fragen? Stellt sich ein kleiner, dicker, 2,5-jähriger Halbperser, ha? Erstens, soll man sprechen lernen? Wenn ja, welche Sprache? Zweitens, soll man ohne Windel durchs Leben gehen? Was das mit 70 er wieder brauchst. Verstehst du? Das sind diese... Was machst du? Ich überprüfe dir, ob du Windeln trägst, mein Nein, Leben. Das bin alles ich. Drittens, soll man sich eine Ganzkörperbehaarung zulegen oder nicht? Jetzt geht's ja nicht. Sicher, was, Bock, na, was du mir mit meinen Haaren hast, möchte ich wissen. Nein, ich bin froh, dass ich es nicht habe, deine Haare. Wenn ich seine Haare hätte, ich würde nicht mehr außer Haus gehen. Ich würde den ganzen Tag, wie gesagt, Zöpfe flechten. Dann würde ich lustige Marionettenspiele würde ich machen. Ja. Grüß Gott, ich bin der Michael hier, weil Hani. Hey, hey! Seid trocken, oder? Danke. Nein, ja, vorstellen. Sehr gut. Gerhard, die zweite Krise hatte ich sofort in der Pubertät. Was war da? Furchtbar. Ich hab nicht gewusst, soll ich jetzt geschlechtsreif werden oder nicht? Wofür hast du dich entschieden? Ich weiß ja nicht. Mit 20 war man so fad, bin ich geschlechtsreif geworden. Hab ich gedacht, jetzt ist das schon. Aber wenn man da mal anfängt. Ach, großer Fehler, was ich mir alles erspart hätte, wenn ich nicht geschlechtsreif geworden wäre. Du, wann hast du deine erste große Krise gehabt? 13,5, ja. Ich war verzweifelt. In meiner Pubertät, ich war so orientierungslos. Nein. Ja, ich hab nicht gewusst, wo soll's hingehen mit meinem Leben? Soll ich jetzt Popstar werden oder Filmstar? Fernsehstar oder Dancingstar? Oder soll ich den Beruf eines Models ergreifen? Ich war wirklich. Was lachen Sie? Alter, die sehen die von vorn. Das ist... Verklatschen brauchen Sie? Nee. Ja, hier. Nee, das kommt nicht an. Wobei, Sie haben ein Glück, weil von der Seite ist es noch schlimmer. Was ist denn? Sag mal, was ist denn das? Das ist meine Nase. Ach so. Das ist ein halb böhmischer Pfrnack. Ich stelle mir das so vor, wie du auf die Welt gekommen bist. Gell? Die Nase war heraus und alle haben gesagt, das ist er. Die haben 40 Minuten die Nabelschnur gesucht. Na ja, das war... Lebenskrise, kommen wir zurück Lebenskrise. Lebenskrise ist eine Hochschaubahn der Gefühle. Ja. Da spürt man sich so richtig. Eine Lebenskrise muss man nutzen, du kennst das bestimmt. Ja, Augenblicke, wo es dir sehr schlecht geht, ja. Aber schon Sekunden später geht es dir noch viel schlechter. Ja. Gut, man geht schon durch alle Emotionen durch, nicht? Sag. Also, was ich, Trauer, Verzweiflung, Hoffnung. Hass, Neid, Eifersucht, Liebe. Morgendlicher Raucherhusten mit Auswurf. Was da stehst und... Was redest du schon wieder? Ja, von die Breckerlrede in der Früh, das ist... Raucherhusten mit Materialauswurf. Ja. Das ist kein Gefühl jetzt per se. Ja, für dich, weil du... Entschuldige, darf ich das ganz kurz sagen? Bin so stolz auf Viktor Gernot. Viktor Gernot ist seit letzten August nicht Raucher. Ich bin drüber nicht. Weg. Sag, weil wir über Gefühle reden wollten, was, wie erklärt man sich das, was, ja? Was sind Gefühle eigentlich? Gefühle sind spezifische Hirngleichspannungspotenziale. Was? Nicht nachfangen, so wie auswendig gelernt. Spezifische Hirngleichspannungspotenziale. Wo in welchem Bereich des Gehirns etwas unter einer Spannung stattfindet und von uns als Gefühl wahrgenommen wird. Ja. In erster Linie sind Gefühle angewandte Physik, Elektrizität. Nein. Ja, Gefühle sind... Strom. Hör mir auf. Das heißt, wenn ich mit den Nerven fertig bin, hat man nur irgendwie ein Strommotorrad? Aha. Und wie erklärt man sich das Gefühl der Verliebtheit, Gernot? Was da hast du einen Backerl neue Batterien bekommen. Da kannst du wieder die ganze Nacht, mein Hase. Was denn? Trommeln. Ach so, Trommeln, ja. Gernot, ich will jetzt nicht sudern, aber irgendwie, ich weiß, es ist jetzt im Fernsehen und alles, aber ich habe ein schlechtes Gefühl für heute Abend. Der Leute wegen? Ja, die Leute. Was hast du gegen die Leute? Na, sie sind eh lieb, aber... Ich glaube, das fest, schöne Menschen, ja. Gut, nicht alle, aber... Der gefällt mir gut. Der ist schön, ja, das ist unser Techniker, aber wurscht jetzt. Denn ich habe das Gefühl, dass die Menschen da unten, ja, uns ja? da oben wahre Gefühle ja gar nicht zutrauen. Weißt du, weiß ich, die kennen uns aus dem Fernsehen, von der Simpelbühne, die glauben, wir sind so oberflächliche Kasperlen. Sind Sie so ein Publikum? Glauben Sie von uns, dass wir ohne nur die reinsten Unterhaltungsmaschinen sind? Na klar, ja, der Jo gesagt hat. Glauben Sie von uns, dass wir die ganze Nacht in der Witzkiste schlafen? Und dann immer so nicht gut drauf sind, wenn man erwacht ist? Da kriege ich so einen Grant! Wirklich? Ja, ich meine, das ist unfair! So ist es nicht! Wir haben doch empfindliche Gefühle, auf die wir weinen müssen! Mein Gott! Wissen Sie, was das Schlimmste ist?
Wir gehen auf der Straße, Menschen erkennen uns und rufen uns nach von Weitem, dass es wirklich jeder hören kann. Lustiger! Jetzt, na bitte nicht böse, aber das Resümee einer Karriere, lustiger. Na vor allem, was glaubt denn der, nicht? Glaubt der, dass ich in der Früh aufwache, das Erste, was ich mache, ist, ich halte eine Konferenz im Bett, oder was? Wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, begrüße Sie ganz herzlich in meinem Doppelbett. Morgen. Begrüße auch den Morgenständer. Servus, grüß dich. Ich hab schon auf. Ja. Und es kommen gleich 3, 4 Pizza und man ist den ganzen Tag. Das ist nicht so. Schon dran. Aber Mia, das ist gefühlsecht, das ist gut. Ja, du lässt es zu, du erzählst den Menschen aus deinem Leben. Komm, natürlich, sag, was soll ich sagen? Wie ist Michael Nirvarani am frühen Morgen? Grantig. Na, da bin ich so grantig, ich kann aber nichts dafür, Gernot. Der Grant ist das wahrhaftigste Gefühl, das ich überhaupt empfinden kann. Der Grant? Ja, Gernot, da wache ich auf und da spüre ich schon, da kräutert da auf. Der Grant, weißt du, da kräutert da auf. Durch die Haare? Durch die Haare, ja. Ja. Der wird auch aufgerissen. Natürlich, der ist so grantig, wirklich. Alles ist weich, in der Früh ist alles so. Und dann kommt die Sonne beim Fenster rein. Das ist das Nächste, was mich grantig macht. Ich brauche keine Sonne in der Früh, ich brauche keine Sonne. Was hast du gegen die Sonne? Ja, Malbro brauche ich in der Früh, aber keine Sonne. Und es ist so furchtbar. Und meine Frau, die will sich immer herkuscheln in der Früh. Ich meine, die will mich angreifen in der Früh. Auf was hinauf? Ja, das fragen wir uns alle. Was? Nein, was ich meine, die ganze Nacht ist nichts in der Früh, bis mir auf einmal angreifen. Ja, verstehst du, das ist ja unlogisch. Verstanden. Wirklich, die kommt daher, sagt, ich liebe dich. Sag ich, ja, schlecht die Umme auf der Seite. Ja, das kannst du ja von da drüben auch sagen, oder? Wir haben ja unsere Handys am Nachtkastel links, lass mich anrufen, das reicht. Das ist vollkommen genug. So grantig. Und dann stehe ich grantig auf, dann gehe ich grantig ins Badezimmer, dann putze ich mir grantig die Zähne, dann fahre ich mir das Tier auf eine, dann stehe da und mache. Und dann bricht sowieso die Katastrophe aus, ne? Wenn sie zu mir sagt, Schatz, geh bitte Semmeln holen. Gescheißen, hol ich das selber her. Ja, Mia. Was denn? Das sagst du aber nicht zu ihr. Nein, das sage ich natürlich nicht. Sag doch nicht, gescheißen, holst du das selber. Bin ja feige sauber, ich tät gern. Ja, ich trau mich nicht, ich hab da Das Problem ist, wenn ich jetzt Semmeln holen gehe in der Früh, ja? So, dann geht er auf der Straße und es erkennt mich vielleicht jemand und ich bin grantig, nicht? Und das geht ja nicht. Der will vielleicht ein Autogramm, kann ich jetzt sagen, schlechte, oder? Schreibt das selber an, hier war eine mit Fotokoffer, gibt's es her. Unterschriftensammler, Depperter. Das geht nicht. Das kann man ja nicht sagen, nicht? Du liebst dein Publikum. Ich liebe mein Publikum. Die Leute magst du nicht, gell? Genau, die Leute mag ich nicht, aber das Publikum habe ich sehr gern. Nicht? Und da muss ich zum Billa, das ist das Nächste. Der Billa, dieser, was diese gelben Mantel anhaben. Und dann in der Fleischabteilung haben sie Hutterl noch auf dazu. Hui. Ja, in der Fleischabteilung könnt ihr nur in die Goschen haben, wirklich. Ja, was, wieso? In der Fleischabteilung darf es ein bisschen mehr sein. Ja, 2 kannst du haben, rechts, links, komm her da. So eine blöde Frage, darf es ein bisschen mehr sein? Nein! Darum habe ich gesagt, 15 Decker Salami. Sonst hätte ich gesagt, geben Sie mir von irgendeiner Wurst zu Füßen wollen. Darf es ein bisschen mehr sein. Das ist eine Frechheit, oder? Jedes Mal, jedem Jahr. Machen Sie mal einen Überraschungsaufschnitt und passt schon. Diese Fleischhauer. Hört man auch nur beim Fleischhauer, darf es ein bisschen mehr sein. Hätte ich noch nie gehört, auf der Bank, beim Geld abheben. Und dann ist ja das furchtbare, Gernot, wenn ich da im Supermarkt bin, ich werde ja, es ist mittlerweile schon so schlimm, ja, ich werde verfolgt. Stalkerinnen! Gottes Willen! 85- bis 95-jährige Damen! Ja, das sind die gefährlichsten. Ja klar, die können mit die Zähne werfen, das ist furchtbar. Was? Keine Unterschrift und... Ja, wenn du da nicht gleich unterschreibst, hast du die dritten im Gesicht. Und dann höre ich es schon hinter mir, ne? Das ist er. Na, das ist er nicht. Oh ja, das ist er. Na, das ist er nicht. Schau, wie schier der ist. Oh ja, das ist er. Der ist so schier. Und dann.
Und dann erfolgt der unvermeidliche Ruf. Eine dieser beiden Damen grinst dann meistens deppert und macht Deutsche Vita! Immer noch rufen die Leute Deutsche Vita, wenn sie mich sehen im Supermarkt auf der Straße. Warum? Darf ich das mal sagen? Ich finde es blöd, verstehe das nicht. Nein, es ist meine eigene Schuld. Wieso? Der Name, dieser blöde Name, Nirvana. Ja, blöd ist halt schwer auszusprechen, exotisch. Ja, eben, und drum wurde oft falsch geschrieben in den Zeitungen, großartige Versionen. Nia Versani haben sie geschrieben. Nara Ravini. Vor 12 Jahren ist in der Zeitung gestanden, da habe ich gerade Wer lacht gewinnt gemacht gehabt mit dem Ossi Kollmann, ist gestanden nach der ersten Sendung. Wer lacht gewinnt. Die neue Show mit Ossi Kollmann und Andreas Navratil. Na, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen was sagen. Die Leute sind schon komisch. Also die Leute, das Publikum. Also Sie de facto. Weil ich gehe letztens über den Rochusmarkt und höre von hinter mir, wie einer ruft, Varane! Gut, ich glaube, Nia ist der Vorname Varane. Ja, super. Varane! Dreh dich um! Mein Alte, glaubt mir nicht, dass du das bist! Und was mache ich, Trottel? Dreh mich um, grinsteppert und mach Deutsche Vita! Ja, aber so bin ich, verstehst du? Ich, oder? Das ist typisch für dich. Wieso ist das typisch für mich? Du bist ein Dolm, wirklich. Wieso bin ich? Na, stößt dich hin, schreist Deutsche Vita, darfst du nicht wundern. Ja, Entschuldigung, du bist kein Dolm, oder? Was dir passiert sowas nicht? So nicht, nein. Ja, weil du immer so cool bist, darf ich dir das einmal sagen? Der ist immer so cool. Der nach außen hin immer, du zeigst keine Gefühlsregung nach außen gern, und das ist ja, das Problem. Ich bin doch ein lodernder Vulkan der Emotionen. Ja, okay, du bist ein leeres Feuerzeug der Emotionen, Entschuldigung. Kann mich oft sehr aufregen. Du kannst dich aufregen? Ja. Wo? Ja, wenn ich wo warten muss in einer Schlange, das hasse ich. Ja, wo musst du warten in der Schlange? Na, zum Beispiel in unserer Spielfreizeit. Ja? Da gehe ich immer zum Arbeitsmarktservice, hol mir meine Arbeitslose ab. Das ist mein wohlerworbenes Recht, ja. Und dann habe ich sämtliche Papiere mit und ich muss dort warten. Vor mir steht eine Schlange, es stehen ganz Nachtere. Fortell, Wusso, Kranke. Wie komme ich dazu? Ja, wirklich? Ist das. Natürlich. Ja, ist das. Schön. Und was ich auch hassen gelernt habe, das sind Autobahnraststätten. Autobahnraststätten? Mit dazugehörenden Tankstellen. Warum? Weil ich in meinem Leben so oft auf Tournee war. Ja, das stimmt, ja. Du hast ja immer da im Keller gespielt, gell? So ist es, ja. Und ich habe keinen Führerschein. Du hast keinen Führerschein? Ich habe nie den Führerschein gemacht, nie. Ja? Ich bin männlicher Autofahrer. Was zeichnet männliche Autofahrer aus? Wir fahren gerne durch. Männer fahren länger. Ja? Wien, Hamburg, Wien geht sich aus, wenn man einen festen Willen hat. Ja, Männer fahren erst dran, wenn es wirklich, wenn es nimmer geht. Wenn man Krämpfe hat, Schmerzen vom Zusammenzwicken, wenn einem das Gefühl verloren geht in den Beinen, wenn man nimmer Gas geben kann. Dann fahren wir ran und dann muss man dann auf der Autobahn zu seiner Autobahnraststätte mit dazugehörender Tankstelle und dort wird man gedemütigt. Da steht man dann im Kassenraum und sagt, bitte, bitte geben Sie mir den Schlüssel fürs Klo, ich kann nicht mehr, es tut schon so weh. Sagt er, nein, Sie bekommen den Schlüssel erst ab einer Konsumation von 7,50 Euro. Geht tanken um 7,50 Euro, bekommt dann so ein kleines Schlüssel mit einem Ölfass dran, damit ich ihn nicht stehle. Frage ich Sie jetzt ehrlich, wer fladert einen heißen Schlüssel von der Tankstelle von der Autobahn? Dann muss ich hinaus ins Freie, das Klo ist am Rücken des Gebäudes. Ich muss durch die versammelte Meute der europäischen Fernfahrer, die schauen alle aus wie der da. Nein, da kann man sich schon fürchten, wenn es dunkel wird. Nein, wirklich. Man ist schon dankbar, wenn das Klo im Inneren des Gebäudes ist. Da freut man sich dann, geht runter in den Keller, ist immer im Keller, kein Mensch weiß wieso, und denkt sich, ah, gleich ist vorbei, ich kann nicht mehr. Das wird super, wenn ich unten bin. Unten angekommen, aus, kein Weiterkommen. Ein Tischerl verstellt mir den Weg. Auf dem Tischerl ein Dessertteller mit Münzen drauf, daneben ein Schild, steht drauf, Toilettenbenutzung 30 Cent. Ab Salzburg kostet es 50 Cent. Fürs Wieschern, entschuldigen Sie, das ist modernes Raubrittertum. Wofür zahlen wir als nächstes? Fürs Atmen? Fürs Gehen? Da sitzt einer, der passt auf, dass ja niemand durchgeht ohne Zahlen. Das ist ein Beruf inzwischen. Ein Bru-Bru-Wächter. Ein Häuseldirektor. Er schaut auch aus wie der da. Ich habe große Familie, was soll ich machen? Der Mann hat zwei Aufgaben. Den muss ich immer in diese Liste eintragen, auf den Innenseiten der Toilettentüren. Wir Menschen glauben, das ist der Hygiene wegen. Na, der schaut einer und sagt, Butterfurt. Und dann muss er kassieren. Ich gebe dem Mann 1 Euro, damit er nicht sagen kann, ich bin neidisch, kämpfe mich durch, darf endlich in die Wunderwelt der Fliesen.
Nachher möchte ich mir die Hände waschen. Ich bin ein moderner, reinlicher Mann. Ich gehe zum Waschbecken. Ich suche die Armaturen. Das sind keine Armaturen. Da ist nichts zum Drehen. Wo kommt das Wasser her? Ich sehe nur ein kleines blaues Punkterl. Aha, Kaltwasser. Und dann erkenne ich es. Es ist der automatische Lichtschranken-Wasserspender. Sollte der Erfinder des automatischen Lichtschranken-Wasserspenders hier im Saal sein, bitte kommen Sie zu uns auf die Bühne. Ich lege Ihnen eine auf. Na, mit der Faust, nicht mit der flachen Hand. Wirklich. Wirklich. So steht die ganze Welt vor ihrer Erfindung. Und nichts passiert. Irgendwann, zufällig, Hände weg, Wasser da. Ich blitzschnell, Hände hin, Wasser weg. Fange ich wieder von vorne an. Hände weg, Wasser da, kurzer, heftiger, kalter Schwall Wasser. Ungefähr ein halber Liter, der sofort abprallt von der Keramikschüssel genau auf mich. Wo bei mir? Sicher nicht. Aber nein. Ja, ja. Und ich schwöre Ihnen, ich habe vorher geschüttelt, wie ich noch nie zuvor in meinem Leben geschüttelt habe. Ich habe keinen einzigen Tropfen mitgenommen. Dann habe ich da so einen Fleck. Gut sichtbar, 500 Meter. Glaubt dir jeder, wenn du sagst, es ist vom automatischen Lichtschranken-Wasserspender? Ja, wahrscheinlich. Na, haben wir sie ein bisschen Andlerlook gemacht, Herr Gernot? Nein, haben wir sich nicht. Dann möchte ich mal das wegföhnen, geht zum Föhn, automatischer Lichtschrankenföhn. Stehst wieder da. Irgendwann zufällig, Hände weg, kommt so ein lauwarmes Meierlüfterl raus. Bitte, ich möchte mal so einen Fleck wegföhnen. Stehst du dann so da? Ja, tanzt mit mir die Häuselpolka. Es ist, wenn kein Föhn da ist, ist es so wie hier im Kabarett Simpel. Da gibt es keinen Föhn, da gibt es nur eine Box an die Wand geschraubt mit Papierhandtüchern drinnen. Super Erfindung. Gibt es irgendjemand im Saal, der es schafft, mit nassen Fingern ein Tuch auszugeben? Das geht nicht. Da hat man, entweder hat man so ein nasses Fetzel in der Hand oder 42 Stück. Also so angerammt haben die faulen Hund. Wirklich. Ja, aber jedes Mal dasselbe. Ja. Was? Naja. Da will ich sagen, es liegt natürlich auch daran, dass du so ungeschickt bist, ne? Wo bin ich ungeschickt? Na, entschuldige, dass du dich da anpatzt beim Händewaschen auf der Toilette. Das ist mir noch nie passiert. Wie machst du das? Ich wasche mir die Hände, ne? Nein, ist natürlich nur ein Scherz. Sie lachen, Sie werden die Hand geben. Gernot, du hast sogar meinen Finger im Mund gehabt, kannst du... Meine Damen und Herren, ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt gleich ins Zentrum unseres Programms. Gernot und ich haben uns vorgenommen, Ihnen eine Geschichte zu erzählen aus unserem Leben, die wirklich passiert ist. Du hast dir das vorgenommen. Naja, ich habe es vorgeschlagen. Ich habe zu dir gesagt, Gernot, machen wir das? Und du hast gesagt... Ich habe gesagt, nein. Ja, und dann habe ich dich höflich gebeten, dass wir es doch machen. Du hast gesagt, du bist der Direktor da im Simpel. Wenn ich es nicht mache, fliege ich raus, hast du gesagt. Ja, aber sehr höflich eigentlich. Ja, wir kommen jetzt zum Zentrum des Programms, bitte. Nein, also folgendes. Wir wollen eine Geschichte erzählen, die wirklich passiert ist. Etwas, was uns sehr nahe geht, was wir noch nie vor Publikum erzählt haben. Das ist natürlich jetzt... Also es kann natürlich sein, dass das sehr peinlich wird und unangenehm, aber ich finde es super, ich finde, man sollte sowas machen, gerade bei diesem Programm. Und Gernot, fang vielleicht du an. Ich kann jetzt nicht. Ich bin noch nicht vertraut genug mit den Menschen. Das sind ja lauter Fremde, wirklich. Wir kennen uns noch nicht so gut, gell? Ja, wir arbeiten uns eh. Ja, wir arbeiten uns langsam davor und reden wir über was machen anderes. Wir das später. Mit dem Zentrum des Programms, worüber könnten wir reden? Gefühle. Gefühle, sehr gerne. Worüber? Was ist dein Lieblingsgefühl? Die Liebe, eindeutig. Bei mir auch? Na schon. Sehr gut. Wir sind ja zwei ausgesprochene Grätzen. Ja. Ja. Auch mit Überzeugung. Aber Liebe ist schon sehr wichtig, oder? Natürlich, vor allem in diesem Beruf, gerne. Das ist doch Liebe. Also der alles, Grund, was wir tun. Vor allem das, was wir auf der Bühne tun, gell? Das tun wir ja aus Liebe. Also, das ist, also dieser Beruf, das ist angewandte Liebe. Also ja. Zu Ihnen natürlich. Also, ja. Wir tun das alles, weil wir Sie so irrsinnig lieb haben. Ja, ja, dieses ganze Programm gibt es nur, weil wir Sie so irrsinnig lieb haben. Und natürlich, danke, wirklich. Danke. Und natürlich auch, damit Sie uns lieb haben. Ja, aber das muss man, psychologisch ist das schon so. Man ergreift diesen Beruf auch, um geliebt zu werden. Ja. Das ist ganz wichtig. Und wir haben vorgesprochen, Erwartungshaltungen. Es gibt hier über 300 Erwartungshaltungen an uns beide. Ja. Ja. Jeder stellt sich was anderes vor. Wie muss ein Programm von uns aussehen? Aus Liebe treten wir an, alle Ihre Erwartungshaltungen erfüllen zu wollen. Ja. Wir machen es Ihnen jetzt recht. Wir wollen es Ihnen allen recht machen, weil wir Sie so lieb haben. Und damit auch Sie uns lieb haben. Und falls Sie uns nicht lieb haben... Dann haben Sie uns gern. Ja.
Meine Damen und Herren, liebe Abonnenten, die Dependance, der Dependance, der Dependance des Wiener Burgtheaters, das Kabarett Simpel präsentiert den gefühlsechten Dialog zwischen Dr. Faust und Mephisto für all diejenigen, die sich heute ein Schauspiel erwartet haben. Habe nur nach Philosophie, Juristerei, Medizin niemals studiert mit heißem Bemühen. Die Schule verlassen noch vor der Zeit, um ganz zu widmen mich dem Spiel, das Schau man nennt. Hier lieg ich nun, ich armer Tor, und bin so blat wie nie zuvor. Unglücklicher! Unglücklicher! Was ist's? Wiewohl seh ich deinen Schmerz. Bin gekommen, ihn zu lindern und dir zu bringen Licht ins Dunkel. Ist da jemand? Ich bin's, der vom Himmel verstoßene, der Gott sei bei uns, der Widerschein des Guten, die Verkörperung des Bösen, die dunkle Seite der Macht. Kurt Krenn? Nein! Der Teufel bin ich! Sehen Menschen mich in der Gestalt, so rufen sie Mephisto, mich. Wie denn soll ich dich rufen? Unglücklicher, sag einfach Karl zu mir. Einfach Karl? Einfach Karl. Nun denn, einfach Karl. Wes ist dein Begehr? Ich will den ehernen Schleier der Trauer dir nehmen. Aber wie einfach, Karl, wie? Komm mit. Nach Varastin. Und lass billig dir die Zähne ziehen. Wenn alles sich Mutter. Dreht. Na, na, Mutter! Na, 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 Mutter! Meine Damen und Herren, liebe Pensionisten, die Dependance, der Dependance, der Dependance der Wiener Kammerspiele, das Kabarett Simpel präsentiert das gefühlsechte französische Lustspiel Scharfe Sachen für Monsieur. Für all diejenigen, die sich heute eine Boulevardkomödie erwartet haben. Oh mein Gott, bin ich verkatert. Kein Wunder, Monsieur, Sie haben auch die ganze Nacht mit Katzen verbracht. Verruscht, Idiot, nichtsnutzige Kopie eines Dieners. Mach dich an die Arbeit und beseitige die sichtbaren Folgen dieser wunderbaren Nacht. Wie meinen, Monsieur? Mach sauber, du Kretin. Sehr wohl. Nur eine Frage, Monsieur. Ja. Wem gehört denn dieses? Dieses Öschen? Verruscht, Idiot, das ist kein Höschen, das ist die Mütze des Erzbischofs. Sind Sie sich da ganz gewiss? Mon Dieu, das ist ja das Höschen meiner Frau. Ah. Wie haben Sie es so schnell erkannt? An deinem Arschgesicht. Wie eine Frage. Monsieur, ja. Wem gehört denn dann dieses Öschen? Mon Dieu, das darf meine Frau auf gar keinen Fall sehen. Sehr wohl, Monsieur. Wem gehört denn dann dieses entzückende Bustier? Mon Dieu, das darf meine Frau und die Frau, der das Höschen gehört, auf gar keinen Fall sehen. Sehr wohl, Monsieur. Wem gehört denn dann, oh la la, dieses Öschen? Mon Dieu, das habe ich ja in meinem Leben noch nie gesehen. Es ist rot. Ja, ja, ja. Aber das darf meine Frau und die Frau, der das andere Höschen gehört und die Frau, der das Bustier gehört, auf gar keinen Fall sehen. Sehr wohl, Monsieur. Nur noch eine Frage. Wem gehört denn dieser Dildo? Der gehört dem Erzbischof. Meine Damen und Herren, liebe Oberösterreicher, die Dependance, der Dependance, der Dependance des Kabarett Simpel. Das Kabarett Simpel präsentiert die gefühlsechte Simpel-Revue vernäht und zugezwickt. Für all diejenigen, die sich heute eine Simpel-Revue erwartet haben. Guten Abend und herzlich willkommen hier im Kabarett Simpel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind zu spät gekommen. Wo sind Sie her? Aus der Brigittenau. Ich komme aus Persien und war früher da als Sie. Sie wissen ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin halber Perser, halber Österreicher. Die Grenze verläuft bei mir genau hier in der Mitte. Nach oben, da bin ich Österreicher, und dann nach unten, da bin ich Perser. Blöd ist es nur, wenn ich mich am Knie kratzen will, dann muss ich mir selbst ein Visum ausstellen. Gnädige Frau, Sie sehen fantastisch aus. Sie waren heute Nachmittag beim Friseur. Schade, dass Sie nicht drangekommen sind.
Ja, das habe ich halt einmal gesagt. So, zurücktreten hinter die Gernot-Berlinie. Danke, Gernot. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Viktor Gernot für diese kleine Einlage. Wir Damen und Herren, jetzt, der Umbau des Kabarett-Simples hat ein Vermögen gekostet. Wir mussten deswegen Gernot, das Ensemble auf nur jetzt zwei Kräfte reduzieren. Gernot, ich hoffe, Sie auf. Merken den Unterschied nicht. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei unserer neuen Revue, vernäht und zugezwickt. Wieso? Musik bitte. Das heißt Musik, ich tanze nicht bei mehr. Bei der Revue wird immer getanzt. Ja, ich kann nicht mehr. Ich habe 13 Jahre lang getanzt. Wirklich, jetzt ist Schluss. Die Revue ist konsequent und ausnahmslos den neuen Trends des Jahres direkt auf der Spur. Direkt am Puls der österreichischen Befindlichkeit singen laut wir und dann tanz mal ich was vor. ÖVP, SPÖ, FPÖ, die Grünen, wir lassen niemand ohne Spott und Hohn zurück. Dazu die prominenten Ösis und der kleine Mann und schon erfüllt sich der Kabarettistenglück. Vernäht und zugezwickt, schaut sie sich das an. Vernäht und zugezwickt, wie gut er tanzen kann. Vernäht und zugezwickt, und was geht mich das an? Vernäht und zugezwickt. Das ist ja voll Playback. Na komm, also. Na, Gerhard, komm, das geht zu weit. Was denn? Ich ertrage es nicht, wenn man sich über mich lustig macht. Wirklich. Ich habe mich... Na, bei jedem anderen kann ich lachen, bei mir, ich weiß nicht. Das war eine Hommage, das war eine Verbeugung. Was? Vor deiner einzigartigen Konferenz- und Vortragskunst. Wirklich? Wirklich. Blödsinn, ich hab's ja gesehen, das war eine Verarschung. Na. Ich verarsche dich nicht, Nia. Natürlich. Ich bin ein Fan, ich bin dein Fan. Du. Ich hab dich immer bewundert, ich wollte immer so sein wie du, Nia. Dann nimm zu! Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Der Mann ist nachahmungswürdig. Wirklich, er ist ein Kind der zweiten Generation hier in Österreich. Er hat es perfekt gemacht. Er ist ein waschechter Österreicher geworden. Trotzdem ist er beiden Traditionen verpflichtet. Auch ein idealer Perser. Das kommen Ausländerwitze, oder was kommt jetzt? Nein, die Beliebtheit der Perser begründet sich in erster Linie auf das außergewöhnliche Aussehen. Also die sprichwörtliche Schönheit der Perser. Ja, ja, schon. Die charakteristische Kopfform, die kleinen an den Spitzen leicht abgerundeten Ohren, die großen, runden Augen von intensiver, tiefer Farbe, die sehr unterschiedlichen Fellfarben, feiner, dichter Pelz mit langen Haaren, dem Körper, ja, natürlich glänzend, da steht's. Ja, aber ein kurzer Schwanz, üppig, ja, mit langen Haaren bewachsen, stolz als buschiger Schweif getragen, der ideale Perser. So schaut dann der Frühst, bevor er Semmeln holen geht. Ja, ja. Gerhard, nein, entschuldige, darf ich dir kurz eine private Frage stellen? Jederzeit und gerne. Ja, haben Sie ins Hirn geschissen? Nur ausstecken, aber nicht einteilen können. Ja, ha, 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 ha. Na, ich find's eh lustig. Das mit den Haaren finde ich sehr lustig. Mit Perser und auch vorhin, wie du so gemacht hast, sehr, sehr lustig. Lustig. Na, Gernot, hör zu. Dass du mich da aber verarscht, wie ich konferiere vom roten Vorhang, ja, das geht zu weit. Okay. Na, weil das ist nicht nur so lachi-lachi dahingesagt, irgendwelche Witze. Humor, Gernot, ist für mich eine Art der Überlebensstrategie. Ja, ich bin auf der Suche nach der Pointe, um irgendwie am Leben bleiben zu können. Toi, toi, toi. Humor ist für mich so wichtig wie Atmen. Oder Essen. Ja, ey. Jede Pointe rettet meine Seele. Jetzt mach einen Punkt. Jede Pointe rettet meine Seele. Ja, das ist so. Ich hol's anders nicht aus. Nee, wenn du auf die Bühne gehst und sagst, der Schüssel ist ein Anzwickter. Ich hab nicht gesagt, Anzwickter. Was hast du gesagt? Zwergenkönig. Ja, wo ist der jetzt? Dann rettest du damit deine Seele, oder was? Ja, nein, weiß ich nicht. Ist ja egal jetzt. Moment, wenn du mich mit einer Perserkatze vergleichst, ja, geht's dir dann besser? Wesentlich. Siehst du, da geht's ja durch die Pointe. Ich rette die Welt nicht damit. Na ja, nein, ist ja lustig, ja. Kein Lachen. Gut. Ja, nein, viel lustig. Super, ja. Na, verletzt mich aber auch. Darf ich das einmal sagen? Ich bin ein sehr sensibler Mensch. Du bist sehr, sehr angeriert, bist du. Na, sensibel. Na, sehr empfindlich vielleicht. Nein, Gernot, ich bin sensibel. Nee, Sensibilität ist definitiv keine männliche Eigenschaft. Ich weiß ja, das wäre ein Macho. Männer sind nicht sensibel. Entschuldige, dann lass doch mal die Frau in dir zu. Das wird nicht gehen. Na komm, lass die Frau in dir zu. Das wird nicht gehen. Wieso? Zu viel Testosteron. Ja, dann lass die Frau nicht in dir zu. Na, ich gebe dir schon recht. Es gibt gewisse Witze sind natürlich nur so dahingesagt. Aber Humor kann sehr viel, Gerhard. Humor kann,
kann zum Beispiel Angst bekämpfen. Weißt du, eine Strategie gegen die Angst ist der Humor. Angstbewältigungsstrategie. Ja. Beispiel. Ja, was? Oh doch, ein sehr gutes Beispiel. Bitte. 11. September 2001. Der Angriff auf das World Trade Center. Ja, der furchtbare Terrorangriff. Ich sehe das im Fernsehen. Ja. Wieder die Flugzeuge reinfliegen, wie das zusammenbricht. Und ich hatte Angst. Die ganze Welt war in Panik, das verstehe ich schon. Ja, und was hat das mit Humor zu tun? Ja, hör zu, um diese Angst zu bekämpfen, bin ich 3 Wochen später auf die Bühne gegangen und habe gesagt, meine Damen und Herren, es gibt schon ein neues Puzzle vom World Trade Center. Das ist ganz einfach, das brauchst du nur ausladen, ist schon fertig. Genier, bitte. Nicht da ist ein Mörderwuchtler, was ja. ist denn? Ja, okay. Jetzt sieht sie es alle hoch. Ach, oh, der Mörderwuch! Naja. Ich verstehe Sie sehr gut, meine Damen und Herren. Wieso? Bist du irgendwie gegen einen Pfosten gerannt? So was kann man auf einer Bühne nicht sagen. Aber wieso denn? Das ist politisch unkorrekt, das ist geschmacklos, das ist nicht lustig, alles, das geht nicht. Ja, ich scheiße auf politisch korrekt, schön langsam. Entschuldige, wieso dürfen wir keine Terroristenwitze machen? Was gerade wir, weil du ein halber Mufti bist, oder wieso? Na wirklich? Ja, na, wann nicht ich, wer dann? Schau, ja. wie das in London war, in der U-Bahn mit dem Terrorangriff. Wollte ich sagen, es wird jetzt noch schwieriger für die Rasterfahndung, weil jetzt müssen sie nicht nur Leute suchen, die einen Flugschein haben, jetzt müssen sie auch Leute suchen, die einen Vorschein haben. Geh bitte! Brauchen Sie eine Monatskarte? Na danke, mit Restsegle. Damit bekämpfst du die Angst vor diesem Terrorismus. Nein! Lia, bei aller Ehrlichkeit, die wir uns für dieses Programm vorgenommen haben, wir müssen uns einig sein, dass es einige Dinge gibt, die wir von der Bühne nicht sagen können. Okay, ich gebe zu. Terroristenwitze geht nicht. Ja, ist ein schwieriges Thema. Klar? Okay, ja, gut. Ja, na, danke. Passt. Ja, gut. Gibt's sonst noch was? Ja. Wirklich, was denn? Nicht. Man kann zum Beispiel von der Bühne auch nicht sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt eine Warze zum Hautarzt und sagt, helfen Sie mir bitte, Hilfe, Hilfe, wie kriege ich denn diese Rußwurm wieder weg? Nein, das ist nicht unsere Art von Humor. So was geht nicht. Gerhard, das ist doch kein blöder Witz über die Russwurm. Entschuldige, damit bekämpfst du deine innerste Angst. Welche innerste Angst? Dass die in die Sendung einlädt und ein Interview mit dir macht. Hilfe! Ich will nicht hin. Fürchtest du? Gefühlsecht. Ja, das ist schon echt. Gerhard? Ja? Jetzt ganz ehrlich, ohne auszuweichen, ohne blöd herumzureden, wovor hast du eigentlich wirklich Angst? Kann ich dir sagen? Das habe ich abrufbereit. Ich fürchte mich vor Schmerzen, vor Krankheit, vor dem Tod. Hm. Und vor der nächsten Single vom DJ Ötzi. Du sollst nicht ausweichen. Ich weiche nicht aus, aber wirklich, da habe ich große Angst davor. Attacke! Und wie bekämpfst du deine Angst? Ich kaufe mir die Single nicht. Wenn ich mich wirklich fürchte, ja. dann mache ich das so. Ich lasse die Angst zu und ich fürchte mich. Und zwar genauso lange, bis diese Angst wieder weg ist. Ja, das Seminar hätte ich auch gern gemacht. Wovor fürchtet sich der Herr Nirvani? Wovor ich Angst habe? Ja? Das ist ganz einfach. Ich habe wahnsinnige Angst vor dem Alleinsein. Hm? Gerne, das ist so furchtbar. Ich ertrage dieses Alleinsein, ist ja. für mich so schrecklich. Ja, musst du aber nicht. Wieso? Gerade du, schau. Beispiel. Es gibt ja Menschen im Publikum, die haben sich stundenlang angestellt, um Karten für dieses Programm bekommen zu können, damit sie wenigstens so 2 Stunden mit dir zusammen sein können. Du bist den ganzen Tag mit dir zusammen. 24 Stunden. Ich meine, ein bisschen Demut wäre angebracht. Ne? Ich tät mir lieber für die 2 Stunden vorstellen. Das war halt mal. Jetzt wird's nicht spülen. Aber das reicht mir mit mir. Stellst du dir hin und wieder diese Sinnfrage? Natürlich. Und gerne allein schon vor dieser Frage, ob mein Leben überhaupt einen Sinn hat. Ich habe vor der Frage schon Angst, weißt du? Ja. Wirklich. Weißt du, was das Schöne ist? Was denn? Ich kann dir die Frage beantworten. Geh, komm, ich kann dir die Angst nehmen. Was redest denn du herum? Du kannst mir jetzt den Sinn des Lebens erklären, oder was? Ja. Aber auf Ernst jetzt, oder wie? Sicher. Wirklich? Bist du bereit? Ja, okay, ja. Gut. Aber ohne blöd herum. Ja. Ja, okay. Ja, Michael, super, ja. Ja? Michael Nirvani. Ja? Dein Leben hat keinen Sinn. Bist du da ganz sicher? Ja, ja. Ich bin überzeugt davon. Das Leben an sich hat schon keinen Sinn, aber deines jetzt im Speziellen. Detail. Na, das Lustige ist, ich bin jetzt erleichtert. Weißt du warum? Das Schlimme im Leben ist doch die Ungewissheit, dass ja. man es nicht weiß. Jetzt war's das. Jetzt weiß ich, es hat keinen Sinn, ich freue mich direkt, wirklich. Nein, ich finde es super, wenn Sie mich das nächste Mal auf der Straße erkennen sollten, schreien, Seelloser! Ich danke dir, ich freue mich gerne und ich freue mich sehr. Mein Freundschaft. Ah, herrlich. Das ist? Na Gernot, ich will jetzt nicht sudern, aber
Es bleibt eine Frage natürlich offen. Stell sie. Gibt es Gott? Wurscht. Na, das ist nicht wurscht. Wurscht. Schau, gibt es einen Gott? Gibt es keinen Gott? Wenn es einen Gott gibt, werden wir ihn früh genug kennenlernen. Wurscht. Der ist ein Wahnsinn, oder? Wie du die Fragen der Philosophie beantwortest, aber außer Bell aus dem Leben her, das ist aber... Zack, zack. Na, das freut mich. Gerhard, was sind deine Dinge im Leben, über die du dich freuen kannst? Was morgen zum Mittag gehe ich Tennis spielen, 2 Stunden. Herrlich. Ah, Tennis. Ist eine Sportart. Ah, ja. Ja, hab ich gehört davon, ja. Was ich nicht verstehen kann, ist, wieso freust du dich da, wenn du Tennis spielst? Ja, weil es wunderbar ist. Ja, aber was ist da wunderbar? Ja. Sport ist wunderbar, oder? Möchtest du ein Urteil über Sport abgeben? Sehr gern. Diese unnötige Bewegerei, diese sinnlos. Ja? Du fauler Hund. Was denn? Du fauler Hund, hast in deinem Leben keine 10 Minuten Sport betrieben. Also, das ist eine Frechheit. Keine 10 Minuten. Keine 10 Minuten, lass mich mal beleidigen, es waren nicht einmal 3. Wieso machst du keinen Sport? Ich will ja Sport machen. Wieso nicht? Ich weiß nicht, Was hält dich davon ab? Gernot, ich will jeden Tag Sport machen. Was hält dich davon ab, Sport zu betreiben? Ich hab meinen Turnsackerl vergessen. Und wenn du den Turnsackerl dabei hast, hast du dann Menstruationsbeschwerden, ja, oder was? Sport ist großartig. Sport ist wenn man Sport ausübt, man tut etwas für sich, für seinen Körper, man fühlt sich einfach besser. Ja. Im Körper werden Glückshormone, Endorphine ausgeschieden. So. Moment. Es geht dir um den Kick des Glücks. Den Kicks des Glücks. Den Kicks des Glücks? Ja. Sehr schön. Da brauchst du keinen Sport machen, da gehst du am Golfplatz, checkst da was, rauchst dir ein. Gerhard, du kannst paragliden ohne Paragleiter, das ist großartig. Ja. Und nach der Landung bin ich immer noch ein Bladerkiefer. Nein, brauche ich nicht, wirklich nicht. Nein. Hat er jetzt Bladerkiefer zu mir gesagt? Nein, jetzt schon nicht zugehört. Sport ist Weltklasse. Ja. Wenn man Sport ausübt, das ist glücklich machen, das ist ein sinnliches Erleben. Na, das ist nicht ein sinnliches Erleben, entschuldige. Alter, da blockst du 3 Stunden, dann schwitzt und feust, was ist der Sinn? Herrlich! Ein archaisches Ritual. Ja, archaisches Ritual. Darf ich dir kurz was sagen? Bitte. In aller Freundschaft? Na, was ich nämlich glaube, so wie du Sport betreibst, so manisch. Ja? Nein, nicht manisch, regelmäßig. Ja, regelmäßig. Manisch. Der geht jeden Tag Tennis spielen, dann kommt er mit dem Fahrrad zur Vorstellung. Ja, Fußball spielen, ja, gerne. Fußball spielen, das ist ein Wahnsinn. Schwimmen. Das ist in deinem Alter mit 40, also Entschuldige, 41, sind wir ja schon 41, ist das ja eine, Gernot, das ist eine Flucht. Aber wovor flüchten denn wir 41-Jährigen? Vor dem Älterwerden und dem Tod. Das ist doch ein Blödsinn. Das ist doch ein albernes, wirklich ein albernes Argument. Nein, ich glaube, Sie kennen den Tod davon, joggen. Weil ich regelmäßig Sport betreibe. Da werden Sie alle 40, dann sollen alle laufen. Ich bin 40, ich muss laufen. Ich bin 41, ich muss schneller laufen. Oh Gott, das will ich. Und dann kannst du Tennis spielen, Fahrrad fahren und schwimmen und wieder Tennis spielen, wieder laufen. Und Tennis und schwimmen und Fahrrad fahren. Aber der Sensenmann wartet schon. Der Sensenmann ist ja ganz außer Atem. Ja, weil die so lange applaudiert haben. Seit wann ist der Sensenmann ein übergewichtiger Halborientale? Na, das ist ein Gerippe, so geht das nicht, wirklich nicht. Das ist kein Gerippe, der ist das dicke Ende, gerne. Dann bist du die Idealbesetzung, wirklich. So, nein, lass ich mir nicht wegnehmen. Sport was? Ist Weltklasse, Sport ist großartig. Hör doch auf. Weißt du, was dein Problem ist? Was habe ich noch für ein Problem? Nein, dass du mit dem Älterwerden nicht fertig bist, das ist ein Jugendwahn. Einen Jugendwahn. Du möchtest ausschauen wie 25 und das ist dein Problem. Wenn es bedeutet, sportlich fit, gesund sein zu wollen und dementsprechend aussehen zu wollen, dann habe ich den Jugendwahn. Bitte erzählen Sie es weiter. Im ganzen Land. Ja, ich habe einen Jugendwahn. Sportlich aussehen, Alter, für was? Das ist eine Frage des Anspruchs und des Stolzes. Ja, aber Gernot, ich weiß nicht, ob man dir das schon mitgeteilt hat. Du wirst sterben. Ja, wir alle werden sterben. Ja, aber du. Ich werde ein schöner Leich sein. Bei mir wird es eine Zugabe geben. Wir werden es ein zweites Mal aufkurbeln, weil ich so fest sein will. Zugabe, so wird es sein bei mir. Ja, mal vornehmen. Die ganzen besoffenen Pumpfenebra. Wir wollen gerne erzählen, wir wollen gerne erzählen. Ja, so wird das sein. Ja, aber stell dich mal vor. Warte, Gernot, Moment.
Denke dir bitte den Moment kurz, bevor du stirbst. Ja? Wo das so einfach ist, stirb jetzt. Ja, ich werde kerzengerade, ja. Stolz. Wirst super drauf sein. Ja. Super drauf sein. Braungebrannter sein, durchtrainiert, ja. Solche Muckis wieder haben. Ja. Ja. Mit nacktem Oberkörper wieder beim Sportbecken stehen, ja, mit so einer Brille, Sonnenbrille, ja. Mit so einem Handtuch, wirst irgendwen abroden, der vorbeigeht, wirst eine kippen ins Sportbecken, wirst tot sein und wirst dich ärgern, dass du jetzt gestorben bist, weil du so gut drauf warst. Auf was willst du hinaus? Ich werde sterben schier, blatt, versoffen, depressiv, werde ins Nutella-Brot einfallen und werde froh sein, dass es aus ist. Das ist okay. Jetzt hören Sie auf mit dem Klatschen, wirklich. Ja, recht schon, recht schon. Wieso unterstützen Sie den Arbeitsarrat da? Das war die ganze Bude voll mit Leuten mit Haltungsschäden und Gewichtsproblemen. Was? Und dann, bravo, das ist los. Haha, wirklich. Bist du wahnsinnig, du kannst doch nicht das Publikum beleidigen. Ja, die haben angefangen. Ich meine, was heißt denn was heißt denn Gewichtsprobleme, bitte? Der hat doch keine... Na, ich mach das Beispiel, aber der... ist ja wurscht. Nein, das ist mir nicht wurscht. Ich habe so eine Freude gehabt, wie wir begonnen haben, über Sport zu reden. Das haben Sie mir alles weggeklatscht, ja? Ja, weggelacht. Nein, und du hast mir das weggeredet. Entschuldigung, ja, passt schon. So, ich würde vorschlagen, wir Best kommen jetzt. Ist ja schon gut. Gernot, komm. Meine Damen und Herren, wir haben für Sie einen. Gernot, komm. Kauf dann Binger, wenn Sie hier Befehle geben willst. Was ist jetzt? So, die 41-Jährigen machen jetzt Zitz. Gerhard, es wird im Fernsehen übertragen. Kannst du alles deinen neuen besten Freunden erzählen, kannst mir Ruhe geben, ja? Brauch nicht bei jedem Plätzchen dabei sein, wirklich nicht. Fassungslos, wo ist denn jetzt das Problem? Entschuldige, wir haben ganz normal über ein Thema geredet, ja? Jeder hatte einen eigenen Standpunkt. Und als ich vorhin gemeint habe, du sollst die Frau in dir zulassen, habe ich nicht davon gesprochen. Ja, na, red mal nicht. Das heißt, wir reden jetzt nichts, oder was? Wir können jetzt nicht nichts reden. Ich meine, die im Fernsehen, die können umschalten, was machen die da? Ja, na, mir ist wurscht, reden wir nichts, es ist mir doch wurscht. Na, da scheiß ich doch drauf, entschuldige. Ja, red mal nix, na passt schon. Ich brauch nix reden, Gernot, wirklich. Ich habe in meinem Leben schon so viel geredet, brauch nix mehr sagen. Halt vielleicht einmal in deinem Leben dein Pappen. Na, was sag ich? Red's durch. Nein, entschuldige, was und sag ich? Schon ich sage nicht. Und die Pappen durchschreit. Ich habe jetzt und nichts Rababa, gesagt. Und Rababa, und red schon wieder. Alter, wenn man sagt nix, das gilt nicht. Na, sag ich was? Na, ja. Na, was? Na, jetzt sag ich nichts. Was sagst du? Brauch nichts sagen. Gerald, ich kann nicht nichts sagen. Wirklich, aber? Entschuldigung. Ist okay. Nein, es tut mir leid. Nein, es ist okay. Ich sage ja auch oft böse Sachen. Ja, aber das mit dem Tod, das tut mir leid. Das, ich habe mich aufgeregt, Entschuldigung. Ich sage auch oft, dass du dick bist. Ja, du sagst auch, ich bin blöd, ich hab Haar, entschuldige, ich meine nur. Nur nie eines. Du kannst abnehmen, du kannst dich rasieren, ja? Ich bin 41, das kann ich nicht mehr ändern, ja? Ich sag's nur. Ja, na, da bin ich immer blöd und hab Haar, also... Wir sind wieder gut. Ich bin mit Ihnen auch wieder gut. Wo du natürlich recht hast, da gebe ich dir vollkommen, ich kann die Pappen nicht halten. Das ist bei mir ein großes Problem. Ich halte nämlich es nicht aus, also auch in einer Gruppe mit Menschen, kennst du das, wenn man so beieinander ist? Wenn so ein Kommunikationsfluss ist und ein plötzliches Ende ist, dann hat jeder Panik und glaubt erst... Man sitzt an einem Tisch mit fünf Leuten, es ist plötzlich still und jeder... Ich kriege einen Schweißausbruch, ich denke, ich muss was sagen, was soll ich sagen, ich muss was sagen. Warte, ich sag das habe ich schon gesagt, wurscht, mir den keiner zugehört, ich sag so einmal. Na, da kann ich nicht die Pappen halten, das ist ganz gut. Dabei ist ja das Schweigen viel, viel bedeutungsvoller als das, was wir sagen. Das beredte Schweigen im poetischen Sinne. Beredtes Schweigen, ja. Ein Schweigen, wo viele, viele Gedanken durch deinen Kopf gehen. Ja,
Kennst du das? Bedeutungsvoll. Dieses Schweigen, wo dir so viele Gedanken durch den Kopf gehen. Das ist so ein schönes Schweigen. Dieses Schweigen, nachdem man einer Frau gesagt hat, ich liebe dich. Das kenne ich. Ich nenne das immer die postkoitale Depression. Ja. Was? Na, das hat jetzt nichts mit Sex zu tun, Gernot. Nein, es hat nichts mit Sex zu tun. Nein, ich meine diesen Moment des Schweigens, wo du... Und der hat nichts mit Sex zu tun. Nein, ja. Jetzt hör mal auf, ich soll den Tag ja. Es hat mit Sex zu tun. Warum? Weil alles mit Sex zu tun hat. Wie? Nia, sämtliche männliche Handlungen der Menschheit seit Anbeginn unserer Gesellschaft haben nur und ausschließlich stattgefunden. Die männlichen Handlungen, ja? Unerfolgreich Weibchen anzulocken. Alles, Kunst, Architektur, Sport, Politik, Kultur, Kriege, Philosophie, Wissenschaften, hat alles nur stattgefunden, um erfolgreich Weibchen anzulocken. Nach dem Motto, der ist schön, der ist stark, der ist schnell, der ist klug, Gernot. Der ist geschickt. Gernot? Ja? Geht es auch mit, der ist lustig? Bei mir schon. Ja. Das heißt, Moment, diese Theorie besagt also, dass alle männlichen Erfindungen... Ja, alle Errungenschaften... Alles, was Männer hervorgebracht haben in unserer Kultur, ist auch de facto eh alles? Ja. Na, was heißt, oh, oh. Jetzt regt's euch nicht auf, geht's heim, erfindet's was. Nein, Moment, stopp. Dass hier kein Missverständnis aufkommt, das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint. Im Gegenteil, die Theorie versucht zu erklären, warum gibt es mehr männliche Erfinder und Forscher als weibliche. Weil wir uns so reinhauen. Ja, nicht, weil wir intelligenter sind. Schaut uns zwar, definitiv nicht. Ja, das ist Balzverhalten. Werbung. Wir machen das nur, um Weibchen anzulocken. Was glauben Sie, warum der das Auto erfunden hat? Damit er hucken kann an der Kreuzung. Der Eiffelturm, schau wie groß. Verstehen Sie? Hier. Ich glaube, die Leute haben schon verstanden, worum es geht. Aber ach so, ja, danke für die schönen Beispiele, vielen Dank. Das heißt, es ist also, sag mal, jetzt Theater, glaubst du auch? Also so Theater, Kultur. Kabarett, unser Programm. Auch Kleinstkunst, ja. Kleinstkunst ist nur dazu da, um erfolgreich Weibchen anzulocken. Hallo? Hallo. Warum sind dann die Männchen auch da? Die können nicht anders, die müssen ihr Revier markieren. Das ist eine schöne Theorie eigentlich. Ja, aber weißt du, was mich so unglücklich macht? Was denn? Diese Theorie hat einen kleinen Widerspruch in sich. Aha, und zwar? Warum macht Alfons Haider ein Programm? Ja, aber das fragst du ohne die Theorie auch, warum der ein Programm. Da werden wir keine Antwort finden. Drum weg vom Fonsi, hin zum Thema. Das war ein trauriger Moment gerade. Da kommen wir drüber weg. Wir gehen zum Thema Sexualität. Gut. Was bedeutet Sex für dich? Was Sex für mich bedeutet? Ja. Ich find's großartig. Kannst du dich noch erinnern? Ungern. Nein, also Sex ist eigentlich die wunderbarste Form der zwischenmenschlichen Kommunikation. Sollte jetzt das sehr Natürliches sein. Genau, es ist natürlich. Aber es gibt für Männer Momente der Verzweiflung beim Sex. Also es gibt also so gewisse Sachen. Also mir persönlich fällt es zum Beispiel sehr schwer. Echt? Wo ist ja schön? Was machst du denn alles? Es fällt mir sehr schwer, über Sexualität zu sprechen, zu reden einfach. Ah, dir fällt schon das Sprechen schwer. Das da bin ich Brüder, wirklich. Ich geniere mich, ich kann das nicht. Ich rede drüber und kriege einen roten Kopf. Nein, ich glaube, Gernot, es was ist... Was machst du da? Ich ziehe mich aus, mir ist ein bisschen heiß. Ich glaube, es... er hat wirklich so viel Haar. Ich glaube... Was glauben Sie, was los ist, wenn ich im Sommer in Schönbrunn am Affenkäfig vorbei? Papa, Papa! Es gibt so Momente für einen Mann beim Sex, wo man nicht weiß, wie man sich richtig verhalten soll. Das ist nur Momente. Aber so gewisse Sachen, wo man nicht weiß, man will ja jetzt nicht irgendwas Falsches tun oder sagen. Es wird oft so peinlich. Wa? Es ist so geil und so erotisch und dann zum Beispiel, das macht mich fertig, weil ich nicht weiß, wie ich da reagieren soll. Oralverkehr. Ja? Wenn du als Mann beim Oralverkehr... Hör auf jetzt! Möchtest du jetzt am Tage unserer Aufzeichnung, möchtest du mit den Leuten über das Thema Oralverkehr sprechen? Ich glaube,
Mache Ihnen keinen Vorwurf, das ist legitim. Bitte unterhalten Sie sich mit dem Herrn über dieses Thema. Ich warte so lange draußen, gell? Na, Gerhard, das ist unfair. Hey, na, wir haben gesagt, bei diesem Programm geht keiner ab. Also sei bitte so lieb. Geht keiner. Mia, du möchtest, dass ich bei der Besprechung dieses Themas auf der Bühne bleibe? Unbedingt. Ich sag dir eins, ich bleib da, aber ich schau mir das nicht an. Ich dreh mich um, ja? Okay, Baby, dreh dich um. So, da. Es ist ein sehr menschliches Thema. Ich glaube, wir können ganz normal drüber reden. Folgende Situation, die für einen Mann wirklich eine verzweifelte Situation ist. Wenn Sie es bitte kurz vorstellen, Oralverkehr. Wenn ein Mann an einer Frau Oralverkehr, wie soll ich sagen, vornimmt. Haben wir es alle? Ja! Ja, die schauen drei, ich glaube, die hat Persisch gekriegt. Und wenn dieser Mann dann mittendrin in der großen Ekstase, in der Leidenschaft, plötzlich merkt, dass ihn hinten am Gaumen ein Schamhaar kitzelt. Was machst du? Nein, entschuldige, wie reagiert man da richtig? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das ist, aber es ist... Man kann nicht drüber hinweggehen, weil du kriegst einen ganz roten Schädel. Die Tränen rennen. Jetzt kannst du aber auch nicht mittendrin einfach... Schlechte. Kommt nicht in Frage, das würde ja sofort... Wäre ja zutiefst beleidigend, ja? Das heißt, Variante 1 wäre, dass man irgendwie versucht, ins Badezimmer zu kommen, um das Schamhaar loszuwerden, ja? Dass man also Variante 1 mittendrin aufhört und sagt, du Schatze, ja gleich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und sie denkt sich, wo ist das Problem, was hat er? Das gibt's ja nicht. Ich geh kurz ins Badezimmer mit duschen, ich komm gleich wieder. Und dann wird das immer peinlicher. Es wird immer peinlicher, weil dann hört die Geliebte, derweilen sie wartet, wie man da im Badezimmer so... Mia, bitte! Ja, auf geht's. Gerhard, das kriegst du nicht gleich raus. Das ist ja... Genierst du dich? Ja! Ja, er geniert sich. Da muss man da so... Ja! Jetzt weiß ich, warum die Araber alle so reden. Die haben alle... Also, Variante 1 kommt, glaube ich, nicht in Frage. Da geht die ganze Erotik, das ist so lächerlich. Jetzt wäre die zweite Möglichkeit, zweite Variante, dass man das Loswerden des Schamhaars versucht, in ein erotisches Spiel einzubauen. Wissen Sie, was ich meine? Ja? Dass man so quasi am Objekt bleibt und... Jetzt habe ich Objekt gesagt, Entschuldige. Und dass man so auf geil macht. Wissen Sie, was ich meine? Dass man so auftaucht und auf ganz geil so... Sehr hocherotisch ist das. Schalala, la 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 la. And sweet Marie, you wait for me. Also Sie sehen es. Das hilft alles nichts. Es wird immer peinlich. Es ist eine verzweifelte Situation für uns Männer. Meine Damen, ich habe jetzt eine Frage an Sie. Was den Oralverkehr betrifft, wenn wir das an Ihnen, wenn ich vielleicht Sie persönlich fragen dürfte, was... Sagen Sie, schauen wir Männer dabei wirklich so aus? Das ist ja furchtbar. Ja.
Ich weiß nicht, was du hast. Du bist sehr brüde. Das ist ein Ellenbogen, Gernot. Dann musst du noch die Bikini-Zone trimmen. Ja, die Damen sind angesprochen. Die Damen, ja. Darf ich auch eine Frage stellen? Hast du eine Frage? Es beschäftigt mich etwas seit Jahrzehnten. Bitte. Bitte frag. Meine Damen, bitte sagen Sie uns. Warum küssen manche Frauen bei Männern stundenlang den Bauch? Oder massieren uns eine Kniescheibe für eine Ewigkeit? Oder stecken uns, ohne Vorwarnung bitte, stecken uns eine Zunge ins Ohr? Ich wollte Ihnen nur versichern, das bringt nichts. Na wirklich, das können Sie komplett aus dem Programm nehmen. Das für die Fische. Ja. Das kann gar nichts. Das ist wirklich komplett, also da ist jetzt nicht böse gemeint, aber da könnt's gleich bügeln geben. Vernünftig, das ist sehr erotisch. Wenn man das ein bisschen kann sehr erotisch sein, wenn man das bietet. Moment, bitte nicht, dass die Damen jetzt glauben, wir Männer sind so primitiv und es muss immer gleich muha, muha. Nein. Naja. Nein, wir Männer sind sehr empfindsame Wesen. Ja. Wir haben viele, viele, verschiedene, hunderte erogene Zonen an unserem Körper. Ja. Die sind geografisch gesehen alle dort. Das werden Sie jetzt... Leider. Das werden Sie jetzt vielleicht faszinierend finden. Meine erogenen Zonen sind geografisch gesehen auch alle dort. Meldungen aus Kultur und Gesellschaft jetzt. Wien. Zum Anlass des 50. Geburtstags von Publikumsliebling und Volksschauspieler Michael Mirarami, versammelten sich heute Vormittag prominente Freunde und Wegbegleiter im Festsaal des Wiener Rathauses. Der langjährige Simpelchef erhielt aus den Händen des Wiener Rekordbürgermeisters Michael Häupl das polierte Messingverdienstkreuz für Verdienste um die Stadt Wien sowie die Urkunden zur Ernennung zum Kammerl-Schauspieler und zum Professor Honoris Causa. Die Lobrede auf dem Jubilar hielt der ORF-Stiftungsrat Viktor Gernot. Das Wetter, morgen wird es nebelig und hurenkalt. Es ist 21.05 Uhr am 29. April 2018. Dankeschön. Danke, danke. Herzlich willkommen hier im Festsaal des Wiener Rathauses anlässlich des Geburtstages meines lieben Freundes Professor Michael Mirarami. Alles Gute, mein lieber 50 Jahre. Gell? Danke. Liebe Festgemeinde, liebe Vertreter der Landesregierung, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Prost Michael, ja Prost. Der hört nicht auf. Prost. Wie ich erfahren habe, dass ich heute die Lobrede, die Eloge auf meinen langjährigen Wegbegleiter und Spielkameraden Professor Michael Mirarami halten soll, hat mir das zum einen mit einer großen Freude erfüllt, zum anderen aber auch mit ein wenig Nachdenklichkeit und Melancholie. Mein Gott, Kinder, wie rasch die Zeit vergeht. Ihr dürftet den Michael ja vor mehr als 30 Jahren kennenlernen, im Wiener Graumann-Theater, wo wir beide das Handwerk der Komödie, des Schauspiels erlernen. Pardon, und erproben durften. Und er war so ein Talent, ein toller Bursche. Also wirklich ein vor Lernbegierde und Energie strotzender junger Mann. Fesch war er, wirklich. Von schlankem und geradem Wuchs. Dichtes, schwarzes, gewelltes Haar über seinem faltenlosen, fast kindlichen Gesicht. Und Herrschaften, Herrschaften, bitte sehen wir ihn uns heute an. Ja, wirklich. Dieser entsetzliche Anblick sollte uns allen zu denken geben. Und Michael, du kannst nichts dafür, dass du jetzt so ausschaust, wie du ausschaust. Wir wissen, wie hart, wie dornenreich dein Weg bis zum heutigen Festtag war und ist. Die vielen Vorstellungen, die du gespielt hast für das Cabaret Simple, die ausgedehnten Tourneen in Deutschland, Schweiz, Österreich, die Sommerfestspiele, Sommerfestspiele in Teheran. Deren Intendant du seit der letzten Revolution geworden bist. Ich habe nachgezählt, es waren über 8000 Vorstellungen in deiner reichen Karriere. 8000 Mal ist er auf der Bühne gestanden, möchte ein Opernsänger. Diese stolze Anzahl an Aufführungen erleben, dann müsste der wohl 350 Jahre alt werden. Die volle Sorge. Na, Opernsänger, die habe ich schon gefressen mit dem weißen Schal, einmal im Monat singen und kassieren. Na, da kann ich mich wirklich aufregen. Na, wurscht. Da, mich,
Michis Erfolge beim Fernsehen, ich erinnere nur an Dolce Vita. Dann die preisgekrönten Nachfolgeserien Kaffee Latte und Pizza Capricciosa. Nicht so erfolgreich die Neon Malotti. Dann der große, die großen Kinoerfolge. Ich erinnere nur an mein Perser zum Knuddeln. Und dann großer Erfolg, Hilfe, mein Ziesel kann sprechen. Ein Mega-Erfolg. Hat er damals erstaunlicherweise mit dem eigenen Pelz gespielt. Und was die wenigsten wissen, auch mit den eigenen Drüsen. Geruchskino war das da. Das alles hat dir Ruhm und Ehre gebracht, hat aber auch deinen Rücken krumm werden lassen, ein Haar weiß und schütter. Hat er diese schmerzhafte Wanderbandscheibe beschert oder der das so leidest? Ja. Wo ist denn gerade? Im Knie ist gerade. Und dann auch die weithin sichtbare Narbe in deinem Gesicht. Ja. Gesicht. Gesicht ist ja kaum auseinanderzuhalten. Gesicht. Sie zeugt von jenem Ehrenduell, das der Michael vor mehreren Jahren im Kellerlokal der Burschenschaft Adolfa Eterna gefochten und verloren hat mit zwei persischen Krummschwertern gegen HC Strache. HC, benannt nach seinem großen Vorbild Heinz Konrads. Heinz Konrad! Servus die Nazis, servus die Burm! Nur weil du ihn einmal in einer Konferenz als Vollkoffer bezeichnet hattest, ja, doch trägst du diesen Schmiss als ein Mal des Sieges, lieber Michi, weil du im daraufhin folgenden Ehrenbeleidigungsprozess bis hin zur letzten Instanz zum höchsten Gerichtshof ja beweisen konntest, dass HC Strache wirklich ein Vollkoffer ist. Ich bin stolz auf dich. War sehr Nein, ich bin sehr stolz sehr auf sehr dich. Danke, Michael. Michi. Ja. Ich bin so stolz auf dich, weil wie du es geschafft hast, deinen drei Kindern ein guter Vater zu sein. Ja, so lieb. Auch mit den drei Rechtsanwälten der drei Mütter dieser drei Kinder. Hast du es geschafft, eine vernünftige briefliche Gesprächsbasis zu erhalten? Und das soll ihm einmal einer nachmachen, bitte. Ich bin so stolz auf dich. Na, danke wirklich. Dir, sehr lieb. Danke dir. Geht schon wieder. Alles Gute für die nächsten 50 Jahre als Professor Honoris Causa, als Kammerschauspieler. Dir, lieber Michi. Uns beiden ein toi, toi, toi für unser neues Zweierprogramm. Gernot und Irvarani spielen Schenk und Loma. Ja, die Leute wollen nichts Neues von uns, die wollen nur den alten Schaß. Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen nur noch sagen, meine Damen und Herren, ich persönlich bin ja um 3 Jahre und 3 Monate älter als der Jubilar. Eine Tatsache, die man mir nie ansehen wird. So, jetzt bist du dran. Michele. Danke, du hast so schön gekonzert. Vorsicht, aber das Wagel, das rollt. Es geht nur immer. Ein Scherz nach dem anderen. Zack, zack, zack. Zack. Geist, ja. Was? Sieht schon. Ja, ja. Also, liebe Vertreter der Landesregierung, lieber Herr Bürgermeister, trink nur mich, ich trink. Trink. Tschecher die nieder, es ist eh schon wurscht. Bevor ich meinen großen Dank über Sie ausschütte, möchte ich ein paar Worte verlieren über meinen besten Freund Viktor Gernot. Und glauben Sie mir, jedes Wort über ihn ist ein verlorenes Wort. Ich durfte vorige Woche eine Lobrede halten auf den Gernot. Ich war so gerührt. Ja, ich hab geweint, hab ich so schön war's. Sein Geburtsort Enns hatte sich nicht nehmen lassen, auch ihn auszuzeichnen. Es gibt jetzt in Enns den Viktor Gernot Platz. Ich bin so stolz. Ich hab geweint. Der ist sehr leicht zu finden, der Viktor Gernot Platz. Es handelt sich nämlich hierbei um die ehemalige Ladezone des Enser Lidl-Marktes. Sehr schön. So stolz. Sehr schöne Gegend, gleich bei der Ortseinfahrt gelegen, die man Gott sei Dank auch als Ortsausfahrt benutzt. Sag mir nichts Schlechtes über Enns. Was ist mit ja, Enns? Diese Stadt hat als erste Stadt Österreichs das Stadtrecht erhalten. Vor Tulln, ja, vor Wien, da war nichts. Da war die Einöde, ja. Und ja, dann war Enns. Ja. Ich möchte mich entschuldigen, falls das falsch rübergekommen ist. Enns ist nicht der Arsch der Welt, damit ist das geklärt. Man sieht ihn von dort schon sehr gut, aber es ist nicht.
Stuhl. Liebe. Ja. Ja. Liebe. Ich glaube, ich sehe ihn von hier auch schon sehr gut. Ja, Leute. Liebe, was den Viktor Gernot Zeit seines Lebens ausgezeichnet hat, wie soll ich das sagen? Ich bin so stolz auch auf dich, weil, dass du oben im ORN, im ORN, das ORF. Ja, bei dem Wort regt's mich immer. Dass du da oben Stiftungsrat geworden bist. Ja. Durch die Protektion unseres lieben Bundeskanzlers Erwin Bröll. Na, werden wir sehen, werden wir sehen. Das zeigt doch nur und Hochachtung dafür, mein Lieber, was du für ein unglaublicher Schleimer gewesen bist. Danke höflich. Sehr gern, mein Schatzi, sehr gern. Darum hast du jetzt auch das große Haus in Malibu. Ja, ganz billig aus der Konkursmasse vom Reinhard Fendrich ersteigert. Gehört schon mir. Und ich krieg nächste Woche meine Zwei-Zimmer-Gemeindewohnung. Ja, endlich. Gratuliere. Brauchst mir nicht gratulieren. Wieso? Bin mit den Nerven fertig. Ja, warum? Ich weiß nicht, was ich mit dem zweiten Zimmer mache. Aber wurscht, völlig wurscht, liebe Vertreter der Landesregierung, lieber Bürger, der ist heimgegangen. Wo ist er? Nein, 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 der kniet unter den Tisch. Der macht der Speiberl, ja, der Scheiberl. Ja. Immer sehr volksnah, der immer, Gute. Immer sehr volksnah. Dass ich heute Kammerlschauspieler und Professor geworden bin, also von der Regierung sozusagen ausgezeichnet wurde, da kann ich nur aus meinem tiefsten Herzen sagen, danke, du Scheiße drauf. Und wirklich, na, du Scheiße drauf. Weil, Professor, wofür? Jetzt ist es zu spät. Ich hätte diese Auszeichnung mit 17 gebraucht, dass ich das Gymnasium verlassen hatte. Verlassen? Ja, freiwillig verlassen. Ausgekaut haben sie dich. Du hast doch lauter Fleck gehabt. Ja, was hätte bleiben sollen mit lauter nicht genügend, oder was? Wie oft kann man die fünfte Klasse machen? So interessant war sie nicht. Oh, ich hätte damals natürlich meine Eltern beruhigen können. Die waren ein bisschen nervös. Ist so ein Scheißzeichen da, was brauche ich die Matura? Bin ich schon Professor. Aber jetzt ist es zu spät. Ich brauche dich. Liebe. Ja, ja. Aber ich will nicht undankbar sein. Natürlich will ich nicht undankbar sein. Ich werde diese zwei Auszeichnungen selbstverständlich annehmen und gleich spenden. Danke. Na, nicht dir. Ich spende sie, immer wenn er es wirklich verdient hat, unserer gemeinsamen Freundin, der Janine Schiller. Ja. Die Janine. Wo wir gestern eingeladen waren zu ihrem 87. Geburtstag. Also 187. Geburtstag. Du warst so betrunken. Ich war blunzenfett. Ich kann mich nicht erinnern. Kann nicht mir ist das so peinlich. Ja, du warst, was habe ich gemacht? Du warst sehr peinlich. Hast du hingegangen zu ihr? Ja. Hast gesagt, Janine! Janine, sag ich immer zu ihr. Hast gesagt, jetzt singe ich ein Lied für dich. Oh Gott, was habe ich gesungen? Und dann hast du gesungen, du hast ein Knall. Ah ja. Rotes Gummiboot, ein rotes Gummiboot, mitten im Gesicht. Hada, hada, hada. Gottes Willen, Gernot, das ist ja eine furchtbare Vision. Ich meine, glaubst du, dass wir zwei wirklich so alte Trotteln werden? Das glaube ich nicht. Das weiß ich. Schau, wir sind jetzt gerade um die 40 und sind schon so deppert. Auf was hinauf sollte das besser werden? Ja, aber vielleicht kommt im Alter die Erkenntnis, weißt gibt's du? Nicht. Gibt's nicht, nein. Menschen bei einem bestimmten Lebensalter haben einen ausgeprägten, vor allem unveränderbaren Charakter. Ja, das ist leider richtig. Und weißt du, ab wann der Charakter des Menschen eigentlich unveränderbar ist? Sag. Ab dem dritten Lebensjahr. Geh. Na, das ist kein blöder Schmäh. Die Psychologen sagen, der Charakter des Menschen wird von 0 bis 3 geprägt. Mit 3 ist alles vorbei? Ja, de facto bist mit 3 ist der Charakter fertig. Na, mir später Schulzeit, Elternhaus, Erziehung, Pubertät, das ändert nichts am Charakter. Das prägt nur dein Verhalten, genau. So. Das heißt, du kannst sagen, von 0 bis 3 Charakter, ja? Bist fertig. Ja? Von 3 bis, sagen wir, 25 Verhalten, bist komplett fertig, hast vergessen. Nein, entschuldige, der Mensch ändert sich nicht, darum geht er bei mir nichts weiter. Ja, ja. Du bist quasi derselbe Trottel wie mit 25. Ja. Kann ich bestätigen. Ja, ja, ja. Kann, das kann. Nein, ja, ich kann es unterschreiben.
Die andere Hälfte der Menschheit, also die Frauen, die sehen das ja ganz anders. Die sagen, man kann sich als Erwachsener charakterlich stopp, Gerhard, entschuldige. Wieso denkst du jetzt ausgerechnet an Frauen? Ja, das war so ein schöner Abend und du kommst mit so einem schwierigen Thema. Ja, ich denke nicht ausgerechnet an Frauen. Ich denke den ganzen Tag an Frauen. Und Nia, ich habe Angst vor Frauen. Was, du hast Angst vor Frauen? Ja, die sind unberechenbar. Ich kenne mich nicht aus mit ihnen. Ich fürchte mich. Ich kenne mich sehr gut aus mit Frauen. Ich fürchte mich nur mehr. Frauen sind besser als wir Männer im Lernen und Studieren. Sie fahren langsam, doch unfallfrei und sicher im Verkehr. Sie lassen uns nicht schlafen, um die ganze Nacht zu diskutieren. Sie gehen früher in Pension und müssen nicht zum Bundesheer. Sie werden älter als wir Männer und sind hoffnungslos romantisch, geben Vermögen aus für Schuhe und für modischen Bedarf. Sie spielen den Höhepunkt uns vor und nur beim Sex sind sie pragmatisch. Zeigen uns die kalte Schulter und das macht uns Männer scharf. Sie sind besser im Einrichten der Wohnung, was das kostet. Zeigen mehr Geschmack bei Kleidung und Frisur. Gut, auch nicht alle. Sie sind besser in Sachen Reinlichkeit und Ordnung. Ja, wer soll das sonst machen? Manipulieren uns Männer mit Bravour. Ob blond, ob braun, wir haben Angst vor Frauen. Frauen sind besser als wir Männer in der Kinderpartyplanung. Selbst beim Bohren mit dem Akkuschrauber sind sie kompetent. Haben von Emotionen, Wissenschaft und selbst Kultur mehr Ahnung. Wir Männer müssen akzeptieren, es herrscht das Frauenregiment. Und doch gibt's mehr Nobelpreisträger als Preisträgerinnen. Wir Männer haben im Spitzensport noch keinen Kampf verloren. Doch werden wir den großen Kampf der Geschlechter nie gewinnen. Keine Chance. Nein, denn Kinder werden immer noch und nur von Frauen geboren. Frauen sind besser. Ja, aber wir können im Stehen pinkeln. Das stimmt, aber Frauen sind besser. Mein Gott, wenn die Regel haben. Sind sie nicht auszuhalten, aber sie sind besser. Möchtest du eigentlich meine Frau werden? Wenn du dir Brüste wachsen willst. Warum nicht? Sie riechen so wunderbar. Das ist Parfum. Ach so? Ja. Ob blond, ob braun, wir haben Angst vor Frauen. Frauen verlieben sich ja primär nicht in den Charakter eines Mannes, sondern in das, was einmal daraus werden könnte, wenn sie nur ein paar Jahre dran herumdoktern dürfen. Ja, und das Problem ist, Männer ändern sich nicht. Männer ändern sich nicht, Männer können sich gar nicht ändern. Männer können Änderungen nur simulieren, und zwar durch wechselnde Beziehungen. Das ist aber nicht schlecht. Moment. Heißt natürlich, dass wir Männer dann dran schuld sind, dass Beziehungen nicht funktionieren? Überhaupt nicht. Das heißt, dass die Ansprüche der Frauen an uns Männer schuld daran sind, dass wir Männer nicht mehr funktionieren. Ja, ich funktioniere nicht mehr. Auf wem erzählst du das? Wirklich, ich funktioniere nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich funktioniere nicht mehr. Man kann nämlich auch nicht auf einen Knopf drücken und es ist alles anders. Dieses Ändern immer. Wie stellen Sie die Weiber das vor? Ja, aber wir wollen ja in diesem Spiel der Geschlechter bleiben, gell? Ja. Dafür müssen wir Männer bereit sein, uns ändern zu wollen. Aha, auf Deutsch gesagt, lügen. Wir müssen bereit sein, uns von Dingen zu trennen, die uns in unserer Entwicklung hemmen. Bitte? Was? Wir müssen uns von Dingen trennen, die uns im Weg stehen. Wir müssen Ballast abwerfen. Wir müssen bereit sein, Gramuri wegzuschmeißen. Was für Gramuri? Krempel zu entsorgen. So, du meinst in der Wohnung Gramuri? Nein, Sinnbild. Ich habe kein Gramuri, ich brauche alles, was ich habe. Entschuldige. Deine Wohnung? Ja. Solche Stapel, original in Zellophan verpackte Bücher, ja, die du irgendwann um viel Geld Bücher gekauft sind hast, die du nie lesen wirst. Das stimmt erstens nicht. Wann willst du das lesen? Wenn ich alt bin. Nee, du schaust jetzt aus wie 104. Wann willst du das lesen? Nein. Und die Bücher, die Bücher du nicht benötigst, ordnen. Die schmeißt du weg. Man schmeißt keine Bücher weg. Man schmeißt keine Bücher weg! Faschist! Dann verschenk sie eben! Jawohl, Herr Führer! Kamerad! Weg mit dem Zwein! Nein! Ich weiß keine Bücher, gerne. Das ist. Herr Führer! Schau, Bücher sind wichtig für mein Leben. Warum? Ich brauche diese Bücher, weil sie sind Sekundärliteratur zu meinem Leben. Also primär lebst du und sekundär lest dann nachher drüber noch was. Genau! Genau, na wirklich, kaum passiert was in meinem Leben, renne ich schon zum Morava, verstehst du? Zack, schön für den Morava. Ja, oft renne ich zum Morava, bevor was passiert. Weil es geht ja was passiert, ja, oft passiert nichts, weil dann zum Morava. Ja!
Schau, zum Beispiel, wie meine Tochter auf die Welt kam, ja, vor 7 Jahren. Die süße kleine Hanna. Die kleine Hanna. Bin ich direkt aus dem Kreißsaal zum Morava, hab mir 5, 6 Bücher gekauft. Vorbildlich. Du bekommst ein Kind und kaufst dir 5, 6 Bücher. Ja, das. Das ist gut. Alter, 5/6 Bücher. Eine Anzahl? Ja. Ja, dann red gescheit. Habe ich. Das sind ja auch so interessante Sachen. Mich interessiert ja so viel. Da war so ein riesen Bildband dabei, wie ein Kind entsteht. Großartig. Das hast du bis dahin nicht gewusst? Gernot, Fotos aus dem Mutterleib, von der Befruchtung bis... Von innen? Ja. Nia, das hat einen Grund, warum das alles innen liegt. Na, wirklich? Na, Entschuldigung. Da muss man halt die Muße zeigen, das Interesse haben, ja, verstehst du? Hast du das gelesen? Nein, ich hab noch keine Zeit gehabt. Aber das ist ein super Buch, bitte. Dann, ich habe sogar einen psychologischen Lebensratgeber. Ich habe mir gekauft damals, wie führt man eine glückliche Beziehung trotz Kinder? Das hast du nicht gelesen. Ich hab damals wegen der Trennung keine Zeit gehabt. Aber es war... Gernot? Ja? Was hast du vorhin gesagt? Man soll sich von Dingen trennen, die einem in der Entwicklung... Hemmen. Die einem im Weg stehen. Die da im Weg stehen? Ja. Da gibt's eine Lösung. Sag. Selbstmord. Geh. Na, philosophisch betrachtet. Ich meine, ich stehe mir in meiner Entwicklung im Weg. Sag nicht sowas. Natürlich, ich bin unnötig, ich brauche mich nicht. Ich meine, ja. Nein, ich will mich eh ändern, aber ich will nicht. Was, das ist das Problem. Hör auf, die Welt braucht dich, ich brauche dich. Bleib da, bitte. Ich meine, ja, es wäre eine saubere Lösung, aber bitte bleib da, bitte. Ah, es war nur ein philosophischer Ansatz. Ja, jetzt. Weißt du, was natürlich das Leben sehr verändert? Sag. Aber ich rede ungern drüber. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, aber... Sag. Ja, ja. Wenn du eine Beziehung... Also, Trennungen. Weißt du, wenn du... Wieso magst du nicht drüber reden? Nein, das ist noch nicht so lang her und es ist mir zu nah. Ich will drüber reden. Nein, ich will aber wir haben gesagt, Gefühlsex. Ich will jetzt nicht über irgendwelche Trennungen reden. Hör auf. Du sprichst mit jeder Redakteurin... Na, kurz, Kinder. Hier. Da ist ein Publikum und du sprichst mit jeder Redakteurin von jeder österreichischen Frauenzeitschrift. Boah, das habe ich ja gar nicht. Mit der U-Bahn-Zeitung habe ich drüber gesprochen. Was kann ich dafür? Was ist mit deiner Beziehung los? Nichts ist mit meiner Beziehung los. Was ist mit deiner Beziehung los? Ich bin meine Beziehung los. Sie ist gegangen. Und wieso hast du mir nichts erzählt? Ist das wohin? Sie ist ein Vollidiot. Sie ist ein Volltrottel, wirklich. Ja, was fragst du blöd? Was ist passiert? Sie hat mich verlassen. Nein, ich hab schon rausgehauen. Also. Es war so ein Geben und Nehmen, weißt du. Aber Nia, wer war zuerst? Sie. Also, sie hat dich verlassen und nachher hast dann du sie rausgehauen. Ja, nur wegen. Ja, na, wieso? Du, es war irgendwie so, also meine Frau hat gesagt, so vor 2, 3 Monaten... Frau hast du keine gehabt, um jetzt sprachlich präzise zu bleiben. Kommt jetzt, na, schau, eine Frau muss man heiraten, Hochzeit. Nein, schau, ich habe geheiratet, dann hat man eine Frau. Du hast gehabt, Spusi, Freundin, Lebensabschnittspartnerin, nein, Liaison, Romanze, Alte... Nein, Kindes Gernot, ich habe zu jeder meiner Beziehungen immer gesagt, das ist meine Frau. Warum? Weil es schön ist, wenn es romantisch ist. Was wurscht ist, wenn es weg ist. Schau, wir haben eine moderne Beziehung geführt. Was ist eine moderne Beziehung? Ich bin ein bisschen. Wie das heute heutzutage so üblich ist. Wie ist das heutzutage? Na ja, moderne Beziehung heißt, man zieht nicht zusammen. Ganz schlecht. Getrennte Wohnung. Getrennte Wohnungen. Getrennte Wohnung. Überhaupt getrennte Leben. Getrennte Leben. Jeder lebt für sich. Nicht so, was machst du, was mach ich. Nein. Jeder für sich. Jeder ist für sich. Und man ist total zusammen. Man ist total zusammen. Total zusammen. Was ist das Gemeinsame? Da gibt es viel Gemeinsames. Da gibt's also zum Beispiel und. Ja, nein, das war's dann eher schon, glaube ich. Das ist, moderne Beziehung. Eine Beziehung auf Kommission nach EU-Recht mit 2 Jahren Rückgabegarantie. Ich möchte gerne ein neues Modell, die alte eiert schon ein bisschen. Nein! Nein, überhaupt nicht. Du bist ein Trottel. Es geht nicht darum, dass man sich unsicher ist. Es geht doch darum, Gernot, den grauen Alltag einer Beziehung nicht zu teilen. Das ist gescheit. Der graue Alltag ist ja an so vielen. Der macht doch alles kaputt. Grauer Alltag. Und weißt du, man macht es eben so. Man wohnt nicht zusammen, man lebt nicht zusammen, sondern man trifft sich nur, wenn es schön ist. Weißt du? Romantisch. Das ist die Beziehung. Du triffst dich, wenn es schön ist. Habt ihr euch nur getroffen? Wir haben es nur getroffen, wenn es schön war. Herrlich. Ja, klar. Mein Gott. Wie war das? Wir haben nur gestritten. Worüber? Ob man nicht doch zusammenziehen soll, denn, was? Ihr habt das eigentlich so schwer gemacht. Wieso? Nein, von einem Extrem ins andere. Wir sind vor ein paar Monaten zusammengesessen, da habt ihr drüber gesprochen, heiraten zu wollen. Ja, wir haben eh geheiratet.
Naja, das wird doch jeden, wir haben doch beinahe ja, jeden Abend dort ja, wir haben, das war jetzt keine so, wie soll ich sagen, es war, wir haben uns ein Zeichen gegeben, es war eine alternative Hochzeit. Aber dann hat es doch. Na, man kann standesamtlich und oder kirchlich heiraten. Sei nicht so konservativ. Das sind die Gesetze unseres Landes. Ich brauche keine Gesetze, da geht es um Gefühle. Wir haben uns ein Zeichen gegeben, dass wir für immer zusammengehören. Ja, Entschuldigung, wer hat dieses Zeichen ausgesehen? Wir haben von die Wohnung in die Schlüssel tauscht. Das ist schon sehr viel. Ja, das ist sehr viel. Das ist das viel. Das ist läppisch. Das ist nicht läppisch. Das ist definitiv läppisch. Das ist nicht läppisch. Du gibst deiner Putzfrau die Schlüssel von deiner Wohnung. Ja, aber ich krieg nicht den von ihr. Hör zu, ja, wir haben da so, das es war eine Zeremonie und bitte. Wir sind da ins Waldviertel gefahren zu einem Schamanen. Das war deine Idee? Ja, nein, ich bin ja kein Trottel, das war ihre Idee. Sie hat da so ein Schamanenseminar gemacht das gehabt. Gibt's? Und ja, das gibt's. Und sie war überhaupt ein bisschen. Was war sie? Sie war ein bisschen war schon, das muss man schon sagen. Was war sie? Ja, esoterisch interessiert. Esoterisch? Angehaucht? Ja, zugeschickt, aber wurscht. Und wir sind da ins Waldviertel gefahren, ja? Eben zum Schamanen. So, und da war ein Stein aufgebaut. Ein Granitblock. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gefragt. Und da lagen unser beider Schlüssel. Welch schöner Genitiv. Ich danke dir. Bitte. Und rundherum, das war so ein schamanisches Ritual, rundherum waren 5 tote Händel. Bitte? Das sind 5 tote Hühner. Ja. Fächer Pipifax-Hochzeit. Oh, das war eins. Fächer Pimperl-Party. Ja, komm, bitte. Da hätt's gleich zum Schnitzelplatteln gegangen. Da brauchst du nicht ins Waldviertel fahren. Wirklich. Doch zynisch. Was ist denn jetzt auf? Wir sind Lebewesen. Die waren ja tot. Wann er der Vogelgrippe gestorben ist, ja wurscht. Schreck das ja, auf, welche Händel, ja, das gibt's ja nicht. So, ist weitergegangen. Der Schamane hat den Schlüssel genommen, meinen Wohnungsschlüssel, ist hingegangen zu ihr, ja? Und hat gesagt, liebe Karin. Deine Freundin hat dich Karin geheißen. Ich weiß, der Name wurde von der Redaktion geändert. Wir brauchen auch nicht alles wissen. Liebe Karin, möchtest du den hier anwesenden Wohnungsschlüssel des Michael Nierbrani lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte mit ja. Hat sie ja gesagt? Ja. Hast du auch ja gesagt? Bei ihrem Schlüssel. Aber hat sie mystisch verheiratet? So ist es. Gratuliere. Das haben wir sehr ernst genommen, Gernot. Ja, super. Das war für uns sehr ernst. Wie ist es weitergegangen? Das war sehr schön. Wir sind zusammengezogen in die gleiche Wohnung. Wir haben es sehr schön gehabt. Und warum seid ihr zusammengezogen? Du hast vorher gesagt, eine moderne Beziehung bedarf keines Zusammenziehens. Ja. Warum? Weil ich mir ganz sicher war. Worüber? Dass das die Frau meines Lebens ist. Nie in aller Freundschaft. Du bist ein Dolm. Wieso? Das war so, das war die Frau. Wir kennen einander seit 1988, ja, oder? Was hast du hast mir jede deiner Eroberungen vorgestellt. Immer mit den Worten, das ist die Frau meines Lebens. Mit den Kuhaugen bist du mir gestanden. Ja, genau so. Das ist die große Liebe. Aber Gerhard, was soll ich denn machen? Ich habe es jedes Mal so empfunden. Ich habe jedes Mal gespürt, dass ich mit der Frau, mit der ich da jetzt zufällig zusammen bin, den Rest meines Lebens verbringen möchte. Ja, schön, schön. Für die nächsten 20 Minuten oft nur und dann... 20 Minuten klingt nicht sehr nach Ewigkeit. Der kann sie aber auch sagen. Na? Ja. Ich meine, das ist endlich lange. Was folgt nach jenen 20 Minuten? Ich habe einen Heiratsantrag gemacht. Einen klassischen Heiratsantrag? Ja, heute so konservativ, wie das heute... Schildere. Ja, na was? Sag, wenn man es macht. Ja, wie macht man das? Mit einem Ring. Sehr schön. Mit Blumen bin ich... Schnittblumen. Ja, Blumen heute. Bin Schnittblumen. Ich, ja, Blumen. Ja, du wirst ja keinen Topf gebraucht haben, oder? Das ist die Jukka unserer Liebe. Na, da muss man sprachlich präzise bleiben. Oder? Schnittblumen. Wer sagt Schnittblumen? Ich sag Schnittblumen. Ja, sag Schnittblumen. Brauchst du nicht. Das eine sind Blumen, das, was du meinst, sind Pflanzen. Aber was lernen wir heute? Meine Damen und Herren, Blumen sind keine Pflanzen, der Herr Gescheit. Ja, ja gut, wirklich. So. Ja, bin ich hingegangen und hab gesagt, liebe Karin. Sie gesagt, ich heiße nicht Karin? Nein. Möchtest du meine Frau werden? Hat sie ja gesagt. Naja, ich bin ja ein bisschen altmodisch. Und du hast einen ernst gemeinten Antrag gestellt und sie hat darauf mit ja geantwortet. Und ja, das ist was Großes. Nein, das ist nichts Großes. So gehört sich das. Das ist nein, das gehört sich überhaupt nicht das so, weil sie hat einen Rückzieher gemacht. Da kann ich jetzt nichts dafür. Na ja, nein, das war ja sie. Sie hat dann blöd herumgeredet. Ja, wie war das? Na was? Ich weiß nicht. Sie war sich unsicher. Ich habe noch gesagt, ich finde es großartig, dass wir heiraten. Herrlich. Ich bin noch zu 100% dafür. Ja. Wenn wir uns im Notfall eh scheiden lassen können, aber was ist? Und darauf... Hallo. Du kannst keinen Antrag stellen und dann über Scheidung sprechen. Wieso? Böses Wort. Das habe ich nicht gewusst. Böses Wort. Oh, ich fürchte mich so. Warum? In diesem Augenblick möchte die Frau über die Zukunft sprechen. Sag ich ja, die Scheidung habe ich ja. Ist ja gesagt. Hat er nur, wirklich. Na ja, ist ja wahr. Die Perspektive. Was denn für eine Perspektive? Ich bin ein Blöder als bist.
Die Ehe, das Verheiratetsein, das ist doch die Definition einer Perspektive. Das ist keine Perspektive. Das ist keine Perspektive. Gernot, dass man mit nur noch einem einzigen Menschen im Leben Sex haben kann, das ist keine Perspektive. Das ist eine Sackgasse. Nia, du musst den Führerschein machen. Warum? Da lernst du verkehrt auszufahren. Reversieren. Ganz wichtig. Ja, aber sie war... Was war sie? Sie war die große Sackgasse meines Lebens. Du bist der Romantiker. Ja, und jetzt vor zwei, drei Monaten kommt diese Sackgasse erst. Ja, und sagt, es ist, aus ihrer Sicht hat das keinen Sinn mehr. Und also ich bin schuld, hm? Dass ja, sie gehen muss, bin ich schuld. Das ist verständlich. Na wirklich, ich habe gesagt, wir teilen uns die Schuld. Sagt sie, ja, 90-10. Ja. Und ist gegangen. Was heißt super? Sie hat gesagt, sie hat sich das mit uns jetzt zwei Jahre lang angeschaut. Das ist ja Frauendick. So was bedeutet das? Ich habe mir das angeschaut. Ich weiß nicht, was das heißt. Das ich verstehe es nicht. Ja, das sagen nur Frauen. Ich habe mir das mit uns angeschaut. Was hat sie an einem süßen Bussi-Bären, wie du ihn bist, auszusetzen gehabt? Ich weiß es nicht. Na wirklich, das ist so ein liebes, halbpersisches Wutzel da nie, wirklich. Na, das ist... Ich weiß, ja, sie hat gesagt, ich bin ein Arschloch. Das ist aus mit mir. Da ist es bei mir mit Humor aus. Nein, Moment, wo spricht man mit seinem Partner nicht? Da braucht man gar nicht einziehen. Also Arschloch sagt man nicht. Sie hat nicht wörtlich Arschloch gesagt. Was hat sie wörtlich gesagt? Ich weiß nicht, ich hab der doch nie zugehört, Herr. Der den ganzen Tag den Schlapfen offen gehabt, wirklich. Wer rechnet damit, dass jemand wirklich was sagt? Die hat angefangen... Ich hab angefangen zu reden, über eine halbe Stunde nicht gewusst, dass sie mit mir redet. Ich hab sie telefoniert mit einer Freundin und hat gesagt, du Arschloch, hab ich gewusst, ich bin gemeint. Schau. Nein, wir haben ja dann nächtelang diskutiert. Das Grundproblem ist anscheinend, also hat sie gesagt, ich bin ein Egoist. So, bin ein Egoist, ich denke nur an meine Arbeit. Es ist meine Arbeit, steht so im Vordergrund immer nur. Die Arbeit. Ich habe keine Zeit für die Sachen, die wir in der Beziehung machen. Ja? Sachen machen. Ja, das ist ja das Problem, dass mit einer Frau kann man nicht zusammen sein, muss man mal Sachen machen. Du darfst dich keine 5 Minuten hinsetzen, muss ich wieder Sachen machen. Da muss man Sachen machen. Sonntag ist der Sachenmachen-Tag. Ja. Der einzige freie Tag in der Woche. Der einzige freie Tag. Ja, durchgeplant, vom Aufstehen bis zum Hinlegen. Der einzige freie Tag, der Sonntag. Nicht? Und sie hat gesagt, ich mache keine Sachen, ich liege nur wie ein Stinger des Geschäfts auf der Couch. Hat's gesagt. Wir können abkürzen. Wieso? Sie hat damit keinen Arschloch beschrieben. Sondern? Einen ganz normalen Mann. Naja, sie hat recht. Es ist ja so. Sie haben recht, es ist so. Was willst du machen? Dann hat sie mir vorgeworfen, dass ich mit anderen Frauen flirte. Was? Das ist doch auch normal. Ja, na dann mache ich einmal Sachen ja. Und dann rächt sie es ja an. Und Nia, du kannst nichts dafür. Fürs Flirten? Fürs Flirten können wir nichts dafür. Na, die Frauen werfen sich uns wirklich förmlich um und an den Hals. Oh ja. Ja, also meine Oma hat gesagt, lauter Lurdern. Na wirklich. Da sind wir Opfer. Reine Opfer. Schau, wir können da nichts dafür, wirklich. Ja, schau, auf jeden Fall haben wir dann... Auf jeden Fall haben wir dann nächtelang diskutiert. Oje. Weißt du, ja. Und geredet und geweint. Und dann kann man nicht mehr schlafen, man liegt nebeneinander und man redet nur und weint und weint. Und dann diese Umarmungen, das ist ganz so, fremd. Ja, das tut alles nur noch weh. Und dann war es aus und sie ist gegangen und Schluss. Aber sie hat schon, ich muss fair sein zu ihr. Also sie hat schon gesagt, sie weiß, was also das Problem ist. Ne? Was war es? Es waren zwei Sachen. Bitte. Schau, hat sie gesagt. Erstens, sie weiß nicht, was sie will. Ja. Zweitens, sie ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das hat sie... Das hat sie präzise auf den Punkt bringen können. Wie das nur eine Frau kann. Ja, das können nur die Frauen so genau sagen. Ich hätte doch nicht gewusst, was ich sagen soll. Wenn dir eine Frau das mit diesen Worten sagt, dann wird es überaus schwer. Ja, überaus schwer. Ja, weil du das vergessen kannst zwischen Mann und Frau, das funktioniert nicht. Es geht nicht. Ja. Das ist jetzt das sechste Mal in meinem Leben, dass ich eine Beziehung scheitert. Was soll ich machen? Ja. Nein, sage mir, was soll ich machen? Was du ich weiß machen sollst? Es ist furchtbar, es macht keinen Sinn. Sollst. Was soll ich machen? Hör auf mit dem Sudern! Du suder ja nicht! Sag ja nur. Du suderst die ganze Zeit. Überhaupt du nicht. Du musst positiv denken.
Das zahlt mich so an, wenn das positiv denken wirklich. Was? Das ist gut, du musst das Beste hoffen. Ich hoffe nicht das Beste, ich erwarte das Beste. Ah. Ist bis heute nicht eingetroffen, darum ist er angefressen. Ja, du bist angefressen, der Frau ist weg, das auszuhören. War nicht meine Frau, sag nicht Frau. Frau. Wir haben nicht geheiratet. Frau. Jetzt heiraten sollen. Glaubst? Glaub schon. Aber warum? Was wollen denn die Frauen? Dieses Ja. Das Ja. Diese, das sagen sie uns immer, dieses Zusage, dieses Versprechen. Das Versprechen. Diese Sicherheit. Die Sicherheit. Diesen Ausblick auf die Ewigkeit. Den Ausblick auf die Ewigkeit. Du, da soll es aber am Zentralfriedhof fahren, oder? Da soll sich die Gruft aufmachen lassen, dann ist das nicht so. Ich hier. Was denn? Na schau, ich spreche hier von der ewigen Liebe, nicht vom ewigen Entschuldige, Leben. Entschuldige, wie alt sind wir? 14? Umdrehen. Ja. 41. Was heißt ewige Liebe? Ewige Liebe. Die größte Lüge der Menschheit. Okay. Na wer? Wo? Wo gibt's es? Wer? Marika Licht und Andy Kainz. Waterloo und Robinson. Ich weiß nicht. Gerhard, 50% aller Ehen werden geschieden. Ich weiß. Die Menschen trennen sich, nachdem sie jahrzehntelang zusammen waren. Ja. Verstehst du, jeder muss sich selber finden. Ist ja, jedermanns Recht, ja, oder? Ja, ich muss mich suchen, ja. Ich muss mich suchen und ich muss mich verwirklichen und ich verlasse dich jetzt, ich ziehe aus, weil ich mache einen Hinterglasmalereikurs. Geht's alles scheiße. Hör an. Ja. Kann alles schlecht reden. Du bist der Erste, dem das passiert, oder? Es ist in der Natur nicht so vorgesehen. Das ist nicht so vorgesehen. Nicht ich werde verlassen. Sondern? Ich verlasse. Aus ist erst, wann ich nicht mehr will. Ja, was willst du? Was will ich? Eine glückliche Familie, das okay, ist alles, was ich will. Hör mal auf. Du willst der glückliche ja, Familie. Ja, was redest du denn jetzt? Ja, jetzt damals dein Kind und deine Ex-Frau nicht verlassen. Jetzt kommt ja? mit der alten ja? Geschichte her, das hat ja damit nichts zu tun. Die Mutter meiner Tochter und ich, wir können nicht miteinander leben. Es geht nicht, was wir machen. Ihr hättet dran arbeiten müssen. Ich kann nicht mit alle arbeiten. Nein, nicht mit allen, genau mit dir. Warum denn? Warum denn? Weil die Familie der Kern der Gesellschaft ist, darum. Ja, das stimmt. Naja, aber spuckt man den Kern nicht meistens aus? Außerdem, okay. Was lasse ich mit dem? Na, komm. Na, wirklich, entschuldige, ich brauche mir aber von dir nichts sagen lassen. Was? Ja, der Herr Beziehungsspezialist, oder was? Der Eheberater. Na, was? Von dir lasse ich mich da. Ja, jetzt, gefühlsrecht. Da, erzähl. Was? Erzähl, wer hat sich letzten Sommer scheiden lassen? Weiß ich ganz genau. Wer hat sich letzten Sommer scheiden lassen? Weiß ich ganz genau. Der Brad Pitt. Ja, mit gern. Ja, ich glaube nicht, dass der Brad Pitt sich von deiner Alten scheiden hat. Ist ja genau dasselbe. Ja, ich bin geschieden. Ja, ich hab ja. verlassen. Von heute auf morgen war sie weg. Weg war sie. Futsch. So. Warum denn? Was war denn? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Zum Anfang braucht es zwei, beim Aufhören reicht einer. Ich weiß es nicht. Es war alles super. Es war alles super. Bis zu dem Tag, wo sie gesagt hat, es ist jetzt nicht mehr super. Da haben wir dann drüber gesprochen, also jede Nacht ist dann geredet worden, über Wochen. Es ist immer geredet worden, die ganze Nacht. Keiner mehr geschlafen, da hat sie geredet, dann habe ich geredet, ist wieder geredet worden. Irgendwann sagt sie dann, sie weiß jetzt ganz genau, woran es bei uns beiden liegt. Ja, was war bei euch das Problem? Bei uns waren es zwei konkrete Probleme. Zum einen, sie weiß nicht, was sie will. Zum anderen, sie ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Sind die zwei jetzt zusammen eigentlich? Man darf gemeint, das ist das Schimpfen. Ja? Natürlich. Ja, und wie geht's dir jetzt? Super. Geht, ne? Kannst du wieder sehr gut alleine schlafen, ohne weinen? Ja. Ja, ich kann nur allein schlafen, wenn wer da ist. Das ist irgendwie. Und haben mich auch schon daran gewöhnt, dass ich immer hinschreibe Gesch-Punkt. Was? Wenn es ein Formular ist, wo nach dem Familienstand gefragt wird, muss ich hinschreiben Gesch-Punkt. Gesch-Punkt. Sind ja beide verlassen worden, ich bin Gesch-Punkt, du bist Led-Punkt. Bin eher Led-Punkt. Mhm. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe mehr Platz in der Wohnung zum Beispiel. Wirklich? Ja, ja. Kann ich da ein paar Bircher vorbeibringen? Wirklich. Und das Familienauto habe ich abgelöst. Nein. Ja, ich habe jetzt einen Single-Bus. Einen 9-Sitzer für mich und meine Tennistasche. Komm, Schatz, wir fahren jetzt.
Ja, und dann eben dieses ganze das Gefühlsmäßige, diese Trauerarbeit. Man braucht auch so lange. Wie lang? Schau, da gibt es also ein Rechenmodell. Man braucht die Hälfte der Zeit, die eine Beziehung gedauert hat, um die Trennung zu verarbeiten. Ist Nia, ich war 5 Jahre mit meiner Frau zusammen. 2,5 Jahre. Stell dich darauf ein, dass du 2,5 Jahre brauchst, bis du darüber hinweg bist. Doch. Okay, na, wer sagt das? Das muss stimmen, das habe ich im Woman gelesen. Woman ist eine Frauenzeitschrift, mein Lieber. Bei Männern, da geht das schneller. Ja, ich erinnere mich zurück an meine vorletzte Beziehung. Ja. Hat 3 Jahre gedauert. Was, ja. Und da war diese Trauerarbeit erledigt. Das war ein sehr schmerzhafter Prozess. War erledigt in 30 Minuten. Ja, aber da bin ich aber durch die Hölle gegangen. Ja, nein, man muss ihn verstehen, da ist er sehr unter Druck gestanden. Ja, kann ich erinnern. Sehr unter Druck gestanden, 30 Minuten, weil wie lange kannst du die Neiche warten lassen im Restaurant? Ne? Das ist also ja. Schau, Gerhard, und genau das sage ich dir jetzt. Das ist dein Beziehungsproblem. Das ist dein Problem. Das ist Problem. Ja. Nein, das ist gut, was dass wir darüber reden. Das ist dein Beziehungsproblem. Das ist kein Problem. Diese Übergänge, diese. Das ist ein Beziehungsmodell. Was ist das für ein Modell? Serielle Monogamie. Was soll das heißen? Eine nach der anderen. Ich war dauernd eine Neiche mit dem Turner zusammen. Mein Gott, Herr, ja. Ein Deutscher, ein Französin, ein Holländerin. Ich war EU-Tester, Entschuldigung. Da für die Gesellschaft, für die Allgemeinheit habe ich mir wirklich was angetan. Aber weg von mir hin zu dir, du bist ledig. Ja. Weißt du, was die Statistik sagt? Was denn? Die ganze Welt ist voll mit Frauen, die auf einen Mann wie dich warten. Okay. Ich kann mir das eher nicht vorstellen, ja, aber komm. Also ich will überhaupt niemanden mehr kennenlernen. Es ist vorbei. Man lernt doch in unserem Alter nur beziehungsgestörte Menschen kennen. Ja, du bist nicht beziehungsgestört. Na, aber dem Ola Boscher, wirklich. Na, jeder, es ist ja keine Chance, weil, verstehst du, jeder hat irgendwie die 10 Beziehungen hinter sich, ja. Alle sind 8-mal geschieden, alle haben 13 Kinder von 27 gleich. Patchwork! Muss man Patchwork-Modell, ja, Patchwork, muss man jetzt das Problem. Patchwork ist jetzt. Patchwork. Jetzt ist Patchwork. Patchwork. Kaum lernst du ihn kennen, ist schon Patchwork. Gehen wir zu dir, gehen wir zu mir, gehen wir zu ihr, gut, gehen wir zu ihr, machst du dir auf, kommen wir 80 Kleider raus. Grüß dich. Mit dem war ich verheiratet, mit dem habe ich ein Kind, von dem ist der Hund, von dem ist das Aquarium, mit dem habe ich... Den habe ich pudert, den will der pudern, der wohnt auch schon da! Hör auf! Das ewige Gesudere, wirklich! Mein Gott, es ist hart am Singlemarkt! Der Singlemarkt! Was sonst? Secondhand-Börse! Na, vielleicht erwischt du mal ein Schnäppchen, ha? Wie ein Schnäppchen? Ja, du musst dich wieder verlieben! Ja, du bist unerträglich, du bist so eine Zwiderwurzel, wirklich. Stimmt überhaupt nicht. Ich wünsche mir das so sehr. Mein Gott, Nia, wie soll die ausschauen? Was soll eine zukünftige Ex-Eure von dir, was soll die können? Ha? Ich habe da keinen Katalog mit so einer Liste und nichts. Ja, du bin wirst da sehr gewisse offen. Vorstellung haben, oder? Ja, ich bin sehr... Zwei Dinge sind wichtig. Bist sie du? Soll wissen, was sie will und mit der Gesamtsituation zufrieden sein. Nein, sonst ist egal. Das Anforderungsprofil ist gerade wieder zusammen. Du, wie alt soll sie sein? Weiß ich nicht, so alt wie ich, was ist normal? Es ist nicht normal. Da gibt es ein Rechenmodell. Was denn? Man nehme das Lebensalter des Mannes, dividiere durch 2 plus minus 2 Jahre. Dann hast du das ideale Lebensalter einer... Bitte, na, das ist wieder typisch. Wer sagt sowas? Muss stimmen, das sagt der Professor Udo Jürgens. Aber nie. Ja, aber das hat ja keinen Sinn. Oh, 18 ja. Jahre, das ist bei mir 18 ungefähr. 18 bis 21. Das ist die einzige Chance, nie, dass du eine Frau findest, die vielleicht noch keine Beziehungsstörungen hat von irgendwelchen. Ach so? Ja. Ach, das ist natürlich großartig. Ja, die ist überhaupt noch nicht geschädigt. Ja. Das kann alles ich machen. Ja. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist sehr gut. Ja, geht. Ihr geht eng umschlungen durch die Straße. Ja. Ihr seid total verliebt. Sie 18 und du halt. Ne? Ja. Und. Du sagst zu ihr, Schatz, was sind deine Träume, deine Ziele? Wo soll es hingehen in deinem Leben? Und sie antwortet dir, weißt, die reden so, die 18-Jährigen. Weißt, super wäre eine gute Mathematik-Schularbeit. Und Führerschein wäre auch recht klasse, damit wenigstens einer von uns 2 Auto fahren kann. Und ein neues Bäckerl am Bugel. Das ist total ein neuer Anfang. Du beginnst von vorne. Auf, lass mich in Ruhe. Er will nicht mehr. Nein, ich will nicht mehr. Wirklich. Nicht mehr. Ich gebe es zu. Na, soll jeder wissen, ich bin enttäuscht und verhärmt. So ist es. Ja. Na, wurscht. Ja. Ich möchte trotzdem nicht auf die Frauen schimpfen. Das ist eine gute Einstellung. Nein. Wir dürfen nicht bitter darüber werden. Nein, ich bin nicht. Bin nicht böse auf die Frauen und will nicht schimpfen. Ich habe nur eine einzige Frage an die Frauen. Seid ihr Depper? Was ist denn das? Was ist denn, wenn ihr noch Frauen dürfen? Ja, ja.
Ja, wieso? Vielleicht sagen Sie ja, die Sache ist erledigt. Entschuldigung. Ich weiß es doch auch nicht. Man ist immer so, man liebt sich immer so und man ist immer so. Und dann zieht man zusammen, ja. Dann hat man endlich die gemeinsame Wohnung, dann ist endlich alles. Und die Frauen tun dann die ganze Zeit so. Sachen machen. Na, ich glaube, das ist das Problem. Die Sachen machen, Sachen kaufen, Sachen mitbringen, Sachen, Frauen, Sachen, das macht uns. Die Wohnung ist ja dann, das ist ja dann, ist ja gleich komplett anders, ne? Also die ganzen Taschen und Koffer, Kleidung. Ihr habt's auch so viel. Was ist denn das? Schuhe. Schuhe. 150 Paar Schuhe schauen alle gleich aus. Ich verstehe nicht. Wirklich ganz ernst gemeint. Eine ernst gemeinte Warnung. Meine Damen, Sie wissen nicht, was Sie uns antun. Sie präsentieren uns Männern mehrere Paar Schuhe und fragen uns, unschuldige Wesen, mit welchem Paar dieser Schuhe wir heute Abend gemeinsam weggehen wollen. Boah, wir schauen das an und es bricht die pure Verzweiflung aus und es ist uns auch so wurscht. Wirklich. Aber Moment, stopp. Nicht, weil wir sie nicht lieben, meine Damen, wir finden sie großartig, wir verehren sie nur bei den Schuhen. Wir Männer, wir erkennen da keinen Unterschied, wir sehen das nicht. Wir können keinen Unterschied erkennen. Warum? Weil wir von der Evolution im Gehirn keine Verbindung mitgekriegt haben. Ein paar Schuhe, nur ein paar Schuhe. Da ist nichts bei uns. Wir schauen das an. Weil was ist ein Schuh? Was ist ein Schuh? Was ist ein Schuh? Was ist denn? Ein Schuh ist zusammengenähte tote Kuh. Da ist kein heimlicher Zauber dahinter. Und Frauen haben auch so komische, so ein Faible für so kleine Sachen, so Pipifax-Tape, so kleine, unnötige Duftlampen. Windspiele. Beim halb geöffneten, beim gekippten Fenster. Da kann es im Winter minus 62 Grad haben. Ein Fenster muss zumindest gekippt sein, damit eine frische Luft in die Wohnung kommt. Ja, wieso braucht es denn jetzt so viel frische Luft? Ich verstehe es nicht. Und damit auch das Windspiel einen Wind zum Spielen. Ganze Nacht gestern. Sie schläft herrlich. Mach da kein Auge zu. Aber kaum gehst hin, nimmst das Windspiel runter. Wacht auf. Bitte, bitte, meine Damen, das ist auch ein wahnsinnig großes Missverständnis zwischen Mann und Frau, nicht wahr? Wenn eine Frau ihren Mann fragt, Schatz, haben wir ein Windspiel? Der versteht was ganz anderes drum. Wart, geh, hol mich an, wart. Unser Windspiel kann man anzünden, wissen Sie? Komplett anderes Windspiel. Das brennt in allen Farben des Regenbogens. Und von mir aus können Sie da ein Fenster kippen. Das ist okay. Da gibt es einen Grund, wirklich. Gernot. Ich bin einmal nach Hause gekommen, war fassungslos, gehe ins Schlafzimmer, hängt überm Bett so ein Buschen mit Adlerfedern. Das Erkennungszeichen für den Winnetou-Fanclub, was? Ja, was ausgesteckt ist, keine Ahnung, was das. Mit so einem Netz. Mit so einem Netz, Adlerfedern, was ist das? Was das wäre? Ein Traumfänger. Sie haben sowas daheim, oder? Sie schauen so aus. So vorwurfsvoll, die Damen, ein Traumfänger. Ja, wir wissen es halt nicht, was das hieß. Was macht er? Was? Was macht er denn, Traumfänger? Also, sie hat keine Ahnung, die lügt natürlich. Was? Träume soll er fernhalten. Er soll die bösen Träume fernhalten. Kommen die auch durchs Fenster? Der kann sogar filtern. Der kann filtern. Also, Sie glauben nicht, dass Sigmund Freud recht hatte, die Träume kommen aus unserem Unterbewusstsein, die kommen beim Fenster. Und der filtert die. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen der Ratzinger einen Exorzisten schickt? Welche? Hey, die Sauna, steigst du jetzt? Warte, warte. Ich bin auch hier schon in der Tegel. Oh, Topfis. Ausdrücklich. Sag jetzt schon, Karin, glaubst du wirklich, wir brauchen einen Traumfänger? Sagt sie ja. Sag ich, na, scheiß auf den Traumfänger, kauf einen Lurchfänger. Ja. Ja.
Wir sind ja wiss- und lernbegierig. Eine Frage. Was ist die Funktion dieser wir Teller? Haben wir haben diese Teller diese mit dem, Schalter, mit dem vertrockneten, alten, wie sagt man da, Scheißdreck drauf. Ja. Wir sind, verbessert es unser Leben wirklich wesentlich, wenn in jedem Zimmer so ein Schall steht, wo so vertrocknete Blumen drinnen sind und alte Orangenhaut und ein Zimtstangerl und ein Bockerl. Das Ganze riecht dann auch so wie ein trocken gewordener Toilettenspray. Was ist das? Ich habe mich ja 3 Wochen lang gefreut, wie ich in jedem Zimmer so einen Teller gesehen habe. Wenn man gedacht hat, schau, sie stellt mir Knabbergebäck hin, aber nein. Das war viel zu hart. Ja, es war zu hart, aber Milch reingeklaut. Ich habe so ein Müsli. Aber was ist das wirklich? Weißt du, was das ist? Was ist das? Ich glaube, dass das ein Mist ist. Also ganz bewusst. Weißt du, also sag mal, du kommst nach Hause, hast keinen Mist mehr zum Wegschmeißen, fährst zum Ikea, kaufst dann Dreck. Verstehst du? Potpourri Drecksö. Riechst du noch oder stinkst du schon? Das findet man dann wahrscheinlich unmittelbar neben den Teelichtern. Ein Rätsel der Menschheit. Warum laufen Frauen zum Ikea und kaufen 8 Kilo Sackel Teelichter? In meiner ehelichen Wohngemeinschaft hat kein Mensch Tee getrunken, aber jede Nacht hat die Bude gebrannt. Ja. Man kann sich nirgends mehr hinsetzen, alle verbrennst du ein Teelichter, ui, ein Teelichter. Ich gehe auf die Toilette, mach den Deckel auf. Waren da 3 Teelichter drin? Mir, das waren Schwimmkerzen. Ja, keine Ahnung. Schwimmkerzen. Aber, was diesem Mann im Badezimmer widerfahren ist, also das ist eine Badezimmer, ich durfte bodenlose Freche. Schon, oder? Ja. Ich durfte 2 Jahre lang in meiner Badewanne, in meinem Badezimmer nicht rauchen. Weißt du, sie hat Bad mit 50 Räucherstäbchen. Sag ich, das Feuer. Sagt sie, nein, das ist Yin-Yang. Ich hab gesagt, na und, das ist Marlboro Light. Aber wir müssen etwas zugeben. Was denn? Na, Frauen spüren mehr, vermögen mehr zu spüren. Frauen haben diese medialen Fähigkeiten, diesen Hang zur Esoterik. Ja. Dieses sprichwörtliche dritte Auge. Dritte Auge. Diesen sechsten Sinn. Sechsten Sinn. Des fünften Besen. Fünften Besen. Ja. Und wenn man dann mit einer Frau zusammenzieht, wird natürlich die gemeinsame Wohnung neu eingerichtet, neu ausgerichtet, neu aufgeteilt nach dem fernöstlichen Prinzip von... Also, alle, die jetzt Feng Shui gesagt haben. Ja. Ausse. Schlechte. Jetzt ist genug. Wirklich. Was ist denn das schon wieder? Was ist denn das? Damit einfließen kann gutes Pfui. Und abströmen böses Pfui. Feng Shui. Gernot, 400 Euro. 400 Euro hat die Karin bezahlt für den Feng Shui-Berater. No, 400 Euro. Was hat der gemacht? Ne, weißt du, was der gesagt hat? Wir haben Ecken in der Wohnung. Hör auf, hör mir! Hab ich gesagt, das darf ja nicht. Was? Ecken in der Wohnung? Der Mann ist ja Nobelpreisverdächtig. Ich hoffe, ihr habt ihm ein gescheites Trinkgeld gegeben. Ja, freilich habe ich noch gleich 200 Euro überwiesen. Gibt's ja Ecken, hat die Karin ja gesagt. Ja. Achtung, hat sie gesagt. Da drüben, da muss das Schlafzimmer Mystik. Hin. Ja, japanische Mystik. Da muss das Schlafzimmer hin. Weil warum? Das ist das Beziehungseck. Da drüben muss das Arbeitszimmer hin. Weil warum? Das ist das Erfolgseck. Ah. Dann da drüben muss eine Schale mit Münzen hin. Weil warum? Das ist das Glückseck. Glückseck. Karin, da drüben, da darfst du nie hin. Weil warum? Das ist das Leck mich in Arsch-Eck. Aber wir sind über all dem nicht bitter geworden und wir haben unsere traumatischen Beziehungsprobleme auch in einem Lied aufgearbeitet, ein dem französischen Chanson nachempfundenes Lied, der Vortragende, der berühmte Chansonnier, Monsieur Michel Niavarani. Ja, meine Damen und Herren, wir haben den Stil, die Form des französischen Chansons gewählt, weil es im französischen Chanson sehr viele Lieder gibt, die vom Verlassenwerden handeln. Sehr schöne, sehr traurige Lieder. Und wir haben gesagt, französische Chanson, weil da gibt es auf Deutsch nichts. Das sagst du mir jetzt? Ja, na, es gibt was aus dem österreichischen Volksliedgut. Wenn ich verlassen werde? Ja, wenn ich verlassen werde, singe ich stets ein Liedlein. Was singst du da? Sollst du da vorspielen? Ja, bitte. Pass auf.
Ei, 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 die Gors ist weg. Die Gors ist weg. Na komm, lieber, hör auf jetzt. Hör auf. Musik, s'il vous plaît. Sind sehr traurig, bitte nimm das ernst, bitte. Wenn du gehst, bleib ich in deinem Blick gefangen. Wenn du gehst, bist du für immer dann gegangen. Das klingt logisch. Wenn sie geht, wenn sie nur wirklich geht. Auf! Wenn du gehst, bleibt mir zum Atmen keine Luft. Wenn du gehst, hau ich mich sicher in die Gruft. Sanitäter! Wenn sie geht, wenn sie nur wirklich geht. Wenn du gehst, stirbt ein Teil von meiner Seele. Wenn du gehst, schlaf ich mit Adele. Wer ist Adele? Die Buchhändlerin von Morava. Die Kleine? Die Große. Die Große. Wenn sie nur wirklich geht. Und bist du endlich weg, deine Karten fürs Tarot. Ich schwöre dir bei Gott, ich spüle sie durchs Klo. Jedes Bild von dir verbrennt, auch wenn ich dann durch die Dämpfe halb erstickt im AKH mit meinem Leben kämpfe. Den Tropfen dir Banane bitte, wenn sie geht, wenn sie nur wirklich geht. Gracias! Wenn du gehst, dann gibt es keinen Gott. Wenn du gehst, geh bitte flott. Tempo, 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 Tempo. Wenn sie geht, wenn sie nur wirklich geht. Wenn du gehst, dann kann ich nichts mehr machen. Doch wenn du gehst, lass mir meine eigenen Sachen. Bitte nicht das Tischl von der Oma, bitte, bitte, wenn sie geht, wenn sie da wirklich geht. Das hört nicht auf. Wenn du gehst, lebe ich erst recht wie Casanova. Ja, sexy. Wenn du gehst, reiß ich mir täglich ein. Wenn sie geht, wenn sie nur wirklich geht. Entschuldigung, das ist jetzt, ich bin noch so traurig, was sie macht. Schleicht die. Meine Damen und Herren, wir sind fast am Ende des Programms angelangt. Ich glaube, wir sollten jetzt noch ein sehr wichtiges Thema besprechen. Welcher war das? Kindererziehung. Ja. Das ist schon wichtig. Wie sollen wir unsere Kinder erziehen? Am besten aus der Ferne. Ich bin da kein Spezialist. Danke. Wie ist es eigentlich? Möchtest du eigentlich Vater werden? Ich weiß nicht. Schau, ich bin ja seit über 20 Jahren in der Zeugungsphase. Und man sagt, angeblich ist das eh die schönste Zeit der Elternschaft. Ich weiß nicht, ob ich auch ein guter Vater sein Natürlich könnte. Natürlich wärst du ein guter Vater. Entschuldige, gerne, gerade du mit deinen sportlichen Ambitionen. Ja, eben, eben. Sport ist super. Ich wäre vielleicht zu ehrgeizig. Das Kind, das muss ja Spitzensportler werden. Echt? Ja, dann möchte ich ja nur mehr als Trainer und Manager arbeiten. Ja, das Kind kommt auf die Welt und am zweiten Tag überprüfe ich schon, also beginne ich mit dem leichten Balltraining. Ja. Schaue ich, ob das Kind aus 4 Metern einen Medizinball fangen kann. Ja. Na klar, klar, völlig. Und ich glaube, ich fürchte auch, ich wäre zu eifersüchtig, wenn es ein Mädchen wird. Gewiss so, da brauchst du nicht eifersüchtig. Wie hältst du das aus? Naja, wieso? Es gibt was? Also Männer, die Väter von Töchtern sind, wie sie das aushalten. Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn man weiß, in der fernen Zukunft eines Tages wird dann meine süße kleine Tochter zum ersten Mal in ihrem Leben ausgehen. Deine Tochter, die wird in ein paar Jahren, jetzt ist sie noch so klein, aber in ein paar Jahren, da geht sie weg. Die hat ein Rendezvous. Aber wohin soll es gehen? Ja, mit ihrem ersten Freund. Wieso, wer ist das? Ihr Freund. Ihr Freund, ein dir wildfremder und notgeiler Vollarsch. Und wir wissen, wie Männer sind. Ja, mit deiner Tochter. Ich meine, wenn ich eine Tochter bekommen sollte, ich werde versuchen, ein moderner, liberal erziehender Vater zu sein. Ich werde das erlauben. Wann? Wenn so 25, 26 ist, kann sie Frühestens. Ja. Außerdem, ich werde ja auch ein alter Vater sein. Ja, bei dir, wenn es vielleicht jetzt länger noch dauert. Ja, bis ich da wen kennenlerne und bis es dann biologischerweise funktioniert, bin ich über 50, bevor ich zum ersten Mal bei einem Elternsprechtag in der Volksschule bin. Brauche ich das, kriege ich Urkunde, der älteste Vater der Volksschule. Die anderen Eltern zeigen dann auf mich und sagen, schaut, das arme Kind, der alte Vater, na, wie der ausschaut.
Der lebt ja nicht einmal die Abschlussparty vom polytechnischen Lehrgang. Der lebt nicht einmal die große Pause, glaube ich. Ja, aber es gibt große Beispiele. Als ältere Väter. Vor allem unter Künstlern. Anthony Quinn, stimmt, ja. Der Hollywood-Schauspieler, war über 80, wie er zum letzten Mal Vater geworden ist. Charlie Chaplin war über 70. Der große österreichische Volksschauspieler und Komödiant Viktor Klima hat mit über 50 jetzt zwei süße, ganz süße, halb argentinische Kinder gebastelt. Hast du Fotos gesehen? Der Bub, Der schaut einem total ähnlich, so ein schwarzer Haar, so ein schwarzer Rapunzel, so große Augen und allein im Oberkiefer 32 schneeweiße, so lange Zähne. Ich habe bis dahin nicht gewusst, dass ich Jacket-Kronen vererben lassen würde. Faszinierend! Und mein großes Vorbild, Baumeister Lugner, na, der Mörtel, muss man schon sagen, der hat in einem Akt der Selbstverleugnung hat er über 60-jährig seine Jacqueline gezeugt. Gemeinsam mit Morsi habe ich mal extra angeschaut auf ATV Plus, die Lugners. Ja. Und das ist faszinierend. Das sind die beiden Exhibitionisten, Mörtel, Morsi. Dazwischen ein völlig normales, fesches, gescheites Mädel, die Jacqueline. Ein Wunder der Natur. Ja, klar. Weiß nicht, ob ich mich darauf bei mir verlassen kann. Weißt du, es ist generell schwer mit der Erziehung, weil... Schau, prinzipiell muss man sich entscheiden, also es gibt zwei Arten von Erziehung, ja, also so wie es früher war. Es gibt die schwarze Erziehung und die weiße, ja. Schwarz ist Bestrafung, weiß ist Belohnung. Na, siehst, da muss es mehr geben. Wieso? Na, dann bin ich nach der grauen Erziehung erzogen worden. Bei uns war das so, meine Eltern wollten mich bestrafen, ich aber war schneller. Ich bin gerannt. Ja, nein, bevor ich renne, lasse ich mich hauen, aber wo ist es? Das ist, glaube ich, keine Frage, oder? Und es ist schwierig. Weil die Psychologen sagen ja alle, wir sollen unsere Kinder gar nicht mehr erziehen, Gernot. Das ist sondern? Das wir sollen sie begleiten auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden. Das Stichwort lautet wichtig für die Entwicklung. Aha. Man muss die Kinder lassen, verstehst du? Was bedeutet das? Das finde ich sehr schön. Was bedeutet wichtig für die Entwicklung? Die Frotzen dürfen machen, was wollen, ist immer wichtig für die Entwicklung. Schon, du musst sie immer fördern und so, hör auf, na los, ja, aber die arme alte Dame, wurscht, soll das oben stessen, das ist wichtig für die Entwicklung. Es ist schwer zu entscheiden. Es gibt Dinge, die sind wirklich wichtig für die Entwicklung. Weißt du? Das ist zum Beispiel, du musst, weißt du, Kinder sind eigenständige Menschen, die interessiert am Leben sind und man muss ihre Fragen beantworten. Mhm. Das finde ich so furchtbar, wenn Eltern ihren Kindern die Fragen nicht beantworten. Das war früher auch nicht üblich. Aha. Naja, früher hat ja bei mir daheim mit mir der keiner geredet. Ja, nee, die waren ja immer mit der Karawane unterwegs, weißt du. Nein, ich muss schon verstehen. Ja. Früher hat man doch, und ich höre das heutzutage auch noch mal zu Kindern gesagt, das ist noch nichts für dich, das ist was für Erwachsene. Ach, und das ist schrecklich. Das ist furchtbar für ein Kind. Ich war Bettnässer. Aber nicht aus Angst, sondern weil mir keiner gesagt hat, wo das Klo ist bei uns. Also, wichtig für die Entwicklung eines Kindes ist auch, wir dürfen unsere Kinder nicht anlügen. Ich meine, seien wir uns doch ehrlich, wir lügen unsere Kinder an nach Strich und Faden. Ja, das ist immer... Furchtbar ist das, Osterhase und Nikolausi und Christkindi. Das ist doch kein schönes Märchen. Erstens die Enttäuschung, wenn man draufkommt, die eigenen Eltern haben einen bei sowas Wichtigen wie dem Christkind angelogen. Und zweitens, gehen wir es doch zu, das ist doch purer Sadismus, was wir Eltern mit den Kindern da machen. Heiliger Abend. Ja, 24. Dezember, wir stehen mit unseren 4- bis 5-jährigen Kindern im Wohnzimmer beim Fenster und machen alle... Schau, da fliegt das Christkind, schau, da fliegt es. Jetzt ist weg! Die Kinder mit den Nerven fertig, das Adrenalin ist da. Er muss schon gescheit schauen. Ja, aber schaust du nicht. Ja, sonst siehst du das nicht, das Christkind. Ja. Ha? Dreh dich um, hinter dir fliegt es. Jetzt ist wieder weg! Ja, der kleine Schasser. Ja, was, ja. Ha? Voriges Jahr hat er es auch nicht gesehen. Ne? Das ist doch gemein. Ja, wir müssen den Kindern verdammt nochmal die Wahrheit sagen. Jawohl. Naja, Moment, das ist natürlich auch schwierig, weil man nicht weiß, ob es jetzt adäquat ist zum Alter des Kindes. Das heißt, man braucht einen Mittelweg. Wahrheitsgehalt, aber kreativ. Ja, also ein Mittelweg zwischen Märchen und Wahrheit. Das ist nicht so schwer, müssen kreativ sein. Mir ist es gestern übrigens sehr gut gelungen. Bitte. Meine Tochter fragt mich, Papa, wie macht man Babys? No. So, habe ich einen Mittelweg parat gehabt. Ja klar, habe ich gesagt, schau, das ist so, da kommt der Storch und schlaft mit der Mama. Na, wo ist das Problem, entschuldige. Brillant.
Weißt du, was schwierig ist bei der Erziehung? Nein. Diese Entscheidungen, die man treffen muss. Also, welche Entscheidungen? Na, zum Beispiel muss ich entscheiden, darf dein Kind Schimpfwörter sagen oder nicht? Hast du das in der Hand? Naja. Sag ich nur, was weiß ich, Spielplatz, Kindergarten, Schule, Fernsehen, Elternhaus. Überall wird geflucht. Überall, ja, aber du musst einen Standpunkt haben. Du musst sagen, ja oder nein. Und ich habe meiner Tochter, sie war 4,5 Jahre alt, und gesagt, Hanna, du darfst Scheiße und Arschloch sagen. Ich hoffe, du hast dir aber erklärt, dass es sich dabei um ein sprachliches Ventil handelt. Ja, das ist aber mit den Worten. Wirklich? Ja, klar, man muss es den Kindern erklären. Ich habe gesagt, Hanna, du darfst Scheiße und Arschloch sagen, aber es handelt sich hierbei um ein sprachliches Ventil. Und sie gesagt, Papa, was ist das? Ich habe gesagt, das ist noch nichts für dich, das war's für Erwachsene. Na ja, wie erklärst du es jetzt auf die Garten? Ja, ja. Da habe ich gesagt, schau, das darfst du sagen, wenn du dich sehr, 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 sehr ärgerst. Sehr, no? Gut, sehr gut. Und? Sie hat ein sehr dünnes Nervenkostüm. Tut er sich viel ärgern? Er ärgert sich sehr oft, sehr, 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 sehr. Wir waren letztens in der SCS einkaufen, Samstagnachmittag, und die Kleine ist auszuckt. Nicht? Also 100 Leute um mich herum und sie, Scheiße, Arschloch, Scheiße, Arschloch. Alle schauen her. Aber ich habe pädagogisch richtig reagiert. Was macht? Mich runtergebeugt zu ihr und habe gesagt, komm, wir gehen jetzt zur Information und lassen deine Eltern suchen. Sehr gut, Pia. Pia. Sie ist sogar dir peinlich. Herrlich. Aber es ist wichtig für die Entwicklung, weißt du? Haben wir da auch etwas wissenschaftlich Bewiesenes, sehr Brisantes? Sehr wichtig für die Entwicklung. Etwas, das ist Ihnen jetzt vielleicht, meine Damen und Herren, ist Ihnen das jetzt unangenehm, weil es uns an die eigene Kindheit erinnert und an die eigenen Kinder. Kleinkinder, ist wissenschaftlich erwiesen, Kleinkinder müssen mit ihrem Gaxi spielen dürfen. Ja, kommt, jetzt reißt euch zusammen. Bitte, Gernot, hilf mir. Das Gaxi, also... Der Gax. Der Gax. Ist das... Na, das ist jetzt ernst, bitte. Das ist das erste kreative Produkt eines Kindes. Das erste eigene Kunstwerk. Da ist es stolz drauf. Oh, was habe ich denn da gemacht? Das müssen Sie machen dürfen. Jetzt tat's nicht so. Wir freuen uns heute noch, wenn wir so einen Kropfen... Na, entschuldige, wer schaut nicht? Jeder von uns schaut. Der geht gar nicht oben. I'm the king of the world! Den Mutter aller Krapfen! Bitte, Kleinkinder müssen mit ihrem Gaxi spielen dürfen. Man muss Kleinkinder mit ihrem Gaxi spielen lassen. Wenn man diesen Kleinkindern das Gaxi zum Spielen zu früh wegnimmt, die gründen später alle eine orange Bewegung. Das hat aber lang dauern. Ja, so fangst du an, so fangst du an. Also, ich versuche das halt, verstehst du? Du machst das gut. Er ist ein vorbildlicher Vater. So, ich beobachte dich, wie du deine Tochter nicht erziehst, du begleitest sie. Auf ihrem Weg zum... Ich lasse ihr die Freiheit, weißt du? Vater und Freund. Ja, ja, ich lasse ihr die Freiheit und sie soll sich entwickeln. Das ist wichtig für ihre Entwicklung. Und wenn sie 20 ist, 25 ist, der zolle alles zurück. Rache? Gib schon einen Racheplan. Was machst du? Gernot, ich werde mit ihr, wenn sie einen ganz dringenden Termin hat, wo sie ganz schnell hin muss, ja? Werde ich sie begleiten, Hand in Hand. Sie ist aber lieb. Sie wird es ganz early kommen und ich werde ganz langsam weiterhin. Und bei jedem Hutschpferd um 1 Euro, einmal will der Papa noch, einmal will er noch. Komm jetzt, ja, aber einmal noch. Oder ich werde bei ihr übernachten und gegen 3:30 in ihr Schlafzimmer kommen und wir machen... Und sie wird sagen, um Gottes Willen, Papa, was hast denn? Und ich werde sagen, an Hunger. Rache! Ich gehe mit ihr ganz nobel essen. Ins Restaurant zu den 4 Jahreszeiten. Mit ihrem Freund. Ihr Freund? Ihr Freund. Mit den Eltern ihres Freundes. Wir werden alle so sitzen, werden uns schön unterhalten. Und vor der Nachspeise... Scheiß ich mich an. Und werde durchs Lokal laufen und werde ganz laut schreien, ich brauche keine frische Windel, es geht so auf. Ich weiß, man soll sich nicht am eigenen Kind rächen, aber es ist doch wichtig für meine Entwicklung. Ja. Ja, gegen Ende, wir haben darüber gesprochen, über dieses Zentrum des Programms, eine Geschichte aus unserem Leben, die wir nie zuvor auf der Zentrum Bühne des Programms erzählt haben. Gibt es da noch Bedarf daran, sowas zu hören? Wollen Sie das überhaupt noch hören?
echt? Die sind zart. Ja. Soll ich beginnen? Möchtest du anfangen? Na, möchten. Ja. Ich sage aber gleich, meine Geschichte hat eine tragische Komponente. Das ist eh gut, das ist ja auch so üblich. Am Schluss wird es traurig. Das gut. Das gehört so. Ich erzähle es jetzt. Okay. 1981, im Sommer 1981, wurde mir persönlich in Telbs in Tirol meine Unschuld geraubt. Und sie wurde mir seitdem nicht zurückerstattet. Alter, du hast so weit fahren müssen, dass... Entschuldigung. Ja. Und... ich gebe zu, es waren die bis dahin aufregendsten 90 Sekunden meines Lebens gewesen. Also jetzt inklusive Vorspiel, 90 Sekunden. Und es ist keine Beziehung draus geworden. Mir ist damals vorgekommen, sie hätte wollen, ich aber nicht. Ich habe mich fortgeschlichen. Ich habe mich benommen, echt wie ein Schuft. Und habe 20 Jahre lang mit gutem Recht ein schlechtes Gewissen gehabt. Und ich treffe diese Frau wieder. Nach 20 Jahren denke ich mal, super, ich kann mich bei ihr entschuldigen. Bitte sie bei dieser Party zur Seite und sagt zu ihr, liebe Barbara, sagt sie, ich heiße nicht Barbara, ich heiße Karin, sag ich weiß, dein Name wurde von der Redaktion geändert. Liebe Barbara, ich möchte mich dafür entschuldigen, wie ich mich dir gegenüber vor 20 Jahren in jener Nacht verhalten habe. Sie schaut mich an, sie lächelt und sagt, haben wir zwei was miteinander gehabt? Oh. Ja, das ist so. Ja, sie hat sich halt nicht erinnern wollen. Können, glaube ich. Ja, deine Geschichte, komm. Ist auch eine traurige Geschichte, also eine Geschichte über die Einsamkeit und die Verzweiflung. Ich habe einmal onaniert. Gebi. Naja. Ich versuche gerade, es mir nicht vorzustellen. Und habe, weil es so öd war und damit es schneller vorbeigeht, mir selber den Orgasmus vorgespielt. Oh. Na. Oh, und Lia, bist du dir dann selber draufgekommen eigentlich? Nein, ich habe es mir erst nach der Trennung gesagt. Oh. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Das war unser gemeinsamer Abend. Sie waren ein ausgesprochen fantastisches Publikum. Ja, absolut. Nein, Sie waren, man kann es auf den Punkt bringen, Sie waren das beste Publikum, das wir jemals hatten. Ja, 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 na wirklich, wirklich, wirklich. Das sagen wir nicht nur so leicht hin. Nein, das sagen wir jeden Tag. Jeder Vorstellung sagen wir das. Wir haben sehr viel improvisiert heute auch, also weil ja, das hat es ein bisschen länger gedauert. Wir haben sehr viel dazu erfunden, das also außer Ihnen jetzt noch nie jemand gesehen hat. Wir bekommen von jedem von Ihnen noch 10 Euro. Ja, bitte. Ja, und zum Abschluss noch ein Lied, oder? Ein Lied, 2, 3, 4, bitte. Ja, meine Damen und Herren, Sie müssen jetzt nicht zum Fernseher gehen, den Ton adjustieren. Das ist Absicht, dass Sie nichts hören. Also Folgendes, wir wollten Ihnen ein Lied vorspielen. Ja, also wir wollten das, was wir da aufgenommen haben, Ihnen auch vorspielen. Und das geht nicht. Wir dürfen nicht. Der Disney-Konzern, Gernot, wie war das genau, hat uns... Der Walt Disney hat angerufen und hat gesagt, die zwei Trotteln aus Österreich können scheißen gehen. Die dürfen das Lied vom Randy Newman auf der DVD nicht singen. Und wir haben angeboten, wir schicken denen mehrere tausend Euro. Ja, also wir wollten da wirklich Unsummen zahlen. Und der Disney hat gesagt, na, geht's, scheißen. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, haben gut sie gesagt. Ja. Bekommen Sie halt kein Geld von uns. Ja, wir wollen Ihnen aber gerne das Lied jetzt quasi vorlesen, oder? Schau, wie blöd wir schauen. Schauen wir immer so blöd? Ich fürchte. Egal. Es ist ein sehr schönes Lied und deshalb, also fangen wir an. Thema Freundschaft. Ja, unsere Freundschaft. Also, du bist mein bester Freund. Du bist mein bester Freund. Wann in dein Leben nichts mehr geht. Und in deine Augen nur mehr das Wasser steht. Dann denk einfach dran, was ich immer red. Du bist mein bester Freund. Man kann sich oft nicht aussuchen. Ja, aber das ist ja das Problem. Aber bei uns zwei, da passt es nie. Wirklich, ja? Bist mein Bub. Hab dich lieb. Du bist mein bester Freund. Du bist mein bester Freund. Schau, Probleme haben wir beide genug. Es gibt nicht wirklich was ich nicht für dich tue. Wir zwei, wir ziehen gemeinsam an einer Schnur. Weil du bist mein bester Freund. Die Liebe ist ein seltsames Gespiel. Ja, sie geht oft von einem zum anderen. Doch sie kehrt nicht zurück. Gott sei Dank. Die Welt
ist voll mit viel gescheiterer als wir zwei sind. Und besser sind als wir. Ja, aber die Wahrheit ist, die werden nicht halten, wie ich zu dir. Wie er zu mir. Schau, aber wenn die Jahre vergehen... Die Freundschaft wird's immer geben. Wir zwei, wir sind für immer vereint. Weil? Du bist mein bester Freund. Du bist mein bester Freund. Wir zwei sind... Wir sind die besten Freunde. Die besten Freunde. So schaut's aus. So schaut's aus. Schau, das Lied, wie schön. Achtung, jetzt kommt das, wo du so laut singst. Sing, Baby, sing, sing, sing. Wir sind, singst du immer. Ja, aber meine Damen und Herren, wenn Sie mir dazuschauen, Sie sind wahrscheinlich eh froh, dass Sie mich nicht hören in dem Augenblick. Ja, ich glaube, bei mir sind es auch froh. Verabschiedung, Verabschiedung. Ja, könnt ihr den Ton aufdrehen, geht's wieder. Danke, mein Dicker.